Hallo, hallo. Herzlich willkommen zum heutigen Ranking. Grüß euch. Mit Lizard direkt mit einer starken Meinung eingestartet. Grogu und die Rußmännchen. Tatsächlich haben wir es gar nicht. Ich glaube, Grogu doch, und die... Natürlich. Hm? Also ich habe es auf jeden Fall gesehen. Ja, ja, gesehen habe ich es auf jeden Fall. Aber wir haben es nicht mit dabei, ne? Ich glaube, wir haben es nicht mit dabei, aber ja, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, wir ranken heute Star Wars. Yo! Das erste Mal im neuen Studio, wie man offensichtlich sieht. Würde euch der Unterschied auffallen? Upgrade. Es ist sehr ähnlich. Es ist sehr ähnlich. Wir werden in der Zukunft noch mehr machen. Aber jetzt erstmal alles heute. Den ganzen Tag wie irre, halt von dem alten Studio in das neue rüber transferiert und es hat geklappt, Leute. Das bringt Glück. Ja. Ja, sind andere, ne? Ich finde ein bisschen besser irgendwie. Ich weiß nicht warum. Schön. Hat so ein bisschen was von Todesstern Nummer 2. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, dass wir heute ein lockeres Programm machen. In unseren gerade sehr anstrengenden Zeiten, politisch sowie privat, ist das auf jeden Fall eine gute Sache, einfach ein bisschen mit Star Wars abzuschalten, findest du nicht auch? Ja, absolut. Nice, dass wir uns da einig sind und ich hoffe, ihr seht das ähnlich. Könnt ihr schon mal reinschreiben, ob hier Star Wars-Experten am Start sind oder ob ihr damit gar nichts zu tun habt, dann ist das vielleicht ja der Beginn einer wunderbaren Star Wars Freundschaft. Gesagt wie ein wahrer Poet. Unfassbar, oder? Ja. Da habe ich jetzt jahrelang trainiert. Ich habe auch am Anfang die ganze Zeit überlegt, bei jeder Bemerkung irgendwie, was könnte man jetzt für eine Star Wars Referenz machen. Ja, ich würde sagen, wir gehen auch schon mal rein einfach in das, was wir vorbereitet haben. Und dann können wir auch noch mal so ein bisschen... Wobei, lass uns noch mal kurz zum Einstieg vielleicht. Was ist so dein Star Wars-Bezug bisher? Ja, mein Star Wars-Bezug bisher... Also, ich bin mit den Filmen groß geworden. Ich bin mein erstes Karneval als Kind als Darth Maul gegangen. Oh ja. Ich habe sehr lange alles, was ich in die Finger bekommen konnte, an Lego Star Wars Sets gesammelt. Ich habe Actionfiguren gesammelt. Ich habe einen guten Teil von dem, was es an Videospielen gibt, gespielt. Also sagen wir mal so, dieses OG Star Wars, auch mit den Romanen, die es da manchmal noch gab, habe ich alles eigentlich mitgemacht. Mhm. Bis zu der Disney-Zeit eigentlich. Ab da ist das dann ziemlich abgeflacht. Okay. Ich glaube, der wirkliche Wendepunkt war, als das neue Battlefront rauskam. Mhm. Was von DICE, glaube ich, gemacht war. Mhm. Im Battlefield-Stil, was an sich eigentlich echt ein starkes Spiel war, aber eben durch Lootboxen und Pay-to-Win, was bei einem Vollpreistitel, das muss man sich mal vor Augen führen, ruiniert wurde. Wie war es bei dir? Ja, ich habe auch das ähnlich wie du von der Kindheit her, also es war eigentlich immer so einer meiner Lieblingswelten, die immer eine Rolle für mich gespielt hat. Ich habe, glaube ich, auch so gut wie jedes Star Wars-Spiel, was es irgendwie gibt, gespielt und hatte auch von, kommen wir vielleicht dann gleich noch zu, vom zweiten Teil hatte ich hier diesen grünen Jedi mit den, ich weiß gar nicht, was das für eine Rasse ist oder so, aber... Du meinst mit diesen Tentakel-Dreads? Genau. Da hatte ich auch dann so eine Figur von... Und das war immer auch ein Teil von meiner Kindheit und ich habe es jetzt eigentlich so die letzten Jahre für mich nochmal so richtig krass entdeckt, kann man sagen. Also das ist echt so eine Sache, wo ich jetzt nochmal sehr, sehr viel Freude dran gefunden habe und jetzt so richtig eingestiegen bin, eigentlich sogar nochmal tiefer als wir als Kind.
Wird hier sogar Bücher gelesen. Hier, ich lese gerade Darth Plagueis. Und dann hier, das kann ich auch direkt sehr empfehlen, auf jeden Fall. Hier die Darth Bane Trilogie über die Regel der Zwei. Das kann ich sehr empfehlen. Und ja, von daher bin ich da jetzt nochmal so ein bisschen mehr eingetaucht. Aber jetzt auch kein krasser Star Wars Experte oder so. Aber man beschäftigt sich halt gerne einfach damit so als Ausgleich und guck auch ab und zu von den Star Wars YouTubern und so, die es so gibt, Videos. Ich glaube, das ist auch vielleicht dann nochmal so, glaube ich, auch der Unterschied. Ich bin bei Star Wars nie so stark in dieses Enzyklopädie-Wissen eingestiegen. Mhm. Also früher schon mehr, aber ich bin beispielsweise enzyklopädiemäßig deutlich mehr bei Warhammer 40k oder bei A Song of Ice and Fire drin. Ja. Ja, das, also ich bin jetzt auch nicht krass in der Lore oder so, aber ich beschäftige mich einfach so gerne hobbymäßig damit. Und von daher bin ich da wahrscheinlich etwas nerdiger als du. Ja, vor allem von den neuen Sachen, ne? Ja. Das werden wir auch sehen. Gerade so manche Sachen, die ich dann geskippt habe, hast du dir ja dann angeschaut, genossen oder angetan. Das werden wir gleich entscheiden. Ja, ich habe einen Großteil der Sachen dann schon doch konsumiert. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal reinstarten in das, was wir vorbereitet haben. Und zwar haben wir die gewohnte schöne Übersicht hier mit den, also sämtlichen Serien und Filmen, bis auf tatsächlich die Mini Grogu, den Kurzfilm, also das ist nicht dabei. Und die Russmännchen. Und diese Ewok, irgendwie aus den 80ern oder so, gab es doch nochmal so einen Ewok-Film. Stimmt, ja, es gibt ja auch noch andere Sachen, die ich tatsächlich auch geschaut hatte, die wir jetzt heute nicht mit reingenommen haben. Es gibt ja auch noch das Wookie-Weihnachts-Special, auch recht obskur, glaube ich, auch aus den 80ern, Direct-to-DVD veröffentlicht damals noch. Muss man jetzt, außer man hat große Affinität zu Star Wars und zu Weihnachtsfilmen, glaube ich, nicht schauen. Soweit ist es dann doch nicht bei uns gegangen, dass wir alles gesehen haben. Aber das, was ihr hier sehen könnt, haben wir tatsächlich bis auf zwei Sachen alles gesehen oder zumindest einer von uns. Es gibt tatsächlich auch Sachen, die du gesehen hast und die ich nicht gesehen habe. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß das gar nicht bei allen Sachen bei dir, was du geguckt hast. Und wir gehen das Ganze auch ein bisschen, das könnte dann vielleicht auch uns alle so unterstützen in der in der ganzen Einordnung von wann was passiert ist. Gehen wir das Ganze auch tatsächlich chronologisch durch von den wann es stattgefunden hat, wann die Serien und so weiter halt spielen. Hoppala. Und um Himmels Willen. Wo ist jetzt diese Tabelle? Dieses Wiki ist unfassbar riesig. Ja. So, jetzt aber. Ah. Warum? Das ist, glaube ich, weil du zoomst, oder? Ja, aber ich will ja ein bisschen näher ran. Ich muss da ein bisschen näher ran. Damit ich glaube, du steuerst damit, aber. So, jetzt. Jetzt hätte ich die Navigation. Einmal muss ich es noch machen. Okay, so ist es gut. Ja. Genau, und dann, das bedeutet tatsächlich, dass wir mit einer Sache anfangen, die wir beide bisher noch gar nicht geguckt haben, und zwar The Acolyte. Weil The Acolyte spielt ja im Zeitalter der Hohen Republik, also vor den Ereignissen des ersten Star Wars Teils. Und eigentlich ist man sehr spannend natürlich, so von dem Setting her, dass man da halt mal was bekommt. Hm. Ich lasse mal im Hintergrund immer Trailer laufen, aber ohne Mucke. Und
Das haben wir beide nicht gesehen. Nee. Ist ja jetzt das Letzte, was rausgekommen ist als Serie. Und also von der Prämisse her ist es natürlich erstmal spannend, weil es soll halt, oder es behandelt ja so die dunkle Seite der Macht, hat es als Hauptthema und es spielt halt eben in einer Zeit, wo jetzt bisher noch gar nichts erzählt wurde. Was es erstmal ja sehr spannend macht. Allerdings habe ich dann halt gedacht, okay, ich fand halt von den Trailern schon, dass es halt nicht so geil aussah. Und man ist ja generell gerade ein bisschen skeptisch mit so Disney-Geschichten. Und da habe ich mir dann doch halt gedacht, okay, ich kann mir das halt nicht geben, weil das halt so scheiße bewertet ist, selbst wenn da natürlich auch teilweise politische Agenda dahinter ist, so mit dem ganzen Woke-Diskurs, ne? Aber das kann ich mir dann einfach nicht geben, weil das dann für mich einfach zu viel kaputt machen würde. Ja, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Serie, die recht unbewusst an mir vorbeigegangen ist. Ich wusste natürlich auch im Austausch mit dir und so ein bisschen online, dass ihr existiert, aber ich habe sehr schnell eben mitbekommen, dass es da sehr viel Negatives zu gab, was jetzt auch nicht nur wirkt, als würde es rein eben wegen, ey, guck mal, es ist Disney, sie haben einen multiethnischen Cast oder so passieren, oder ja, es gibt irgendwie einen Girlboss-Moment, sondern dass es große Skepsis daran gibt, was am Ende dann bei den Bewertungen auch einfach bei so einem mittelmäßig rauskommt. Mhm. Und das ist halt sowas, also mittelmäßig ist für mich eigentlich am schlimmsten, weil es für sich mich dann sicher auch für die Zeitverschwendung anfühlt. Und ich glaube, ich komme auch so langsam in ein Alter, wo ich nicht mehr die Zeit habe, einfach jede Serie auf gut Glück zu gucken. Wenn ich dann am Ende sehr enttäuscht rausgehe und ja, dann habe ich es mir gespart. Aber an sich finde ich es natürlich immer sehr interessant, wenn es in, sagen wir mal, sagenumwobenere Zeitalter zurückgeht. So. Ja. Ist ja vielleicht eher sowas, also so richtig bei Star Wars zurückgegangen ist man ja eher mit so Spielen wie The Old Republic. Genau, ja, so. Legendäres Spiel auf jeden Fall. Und da ist es natürlich interessant, wenn man dann auch mal so einen Blick zurück in die Vergangenheit mit einer Serie bekommen wird, aber ja, das war's damit. Acolyte auch eigentlich für mich. Ja, ich habe dann mich tatsächlich sehr viel damit beschäftigt, so von der Kritik, also sowohl von so, ja, so wow, diesen Wow-Kritikern, als auch von so ganz normalen Filmkritikern, und es gab halt wirklich, und halt den klassischen Star-Wars-YouTubern, und es gab halt wirklich bis auf so ein, zwei Star-Wars-YouTuber eigentlich niemand, der jetzt gesagt hat, dass es irgendwie eine gute Serie ist, und dementsprechend habe ich mich damit so ein bisschen auf der Ebene auseinandergesetzt. Aber ich würde sagen, bevor wir das ranken, was wir nämlich noch vergessen haben, ist, wir müssen überhaupt erstmal die Kategorien aufstellen mit euch. Und dann haben wir schon mal darüber geredet und haben dann vielleicht schon mal eine gute Überlegung, was wir für eine Kategorie dafür brauchen. Aber ja, lass mal erstmal überlegen, was für Tiers wir heute... Ja. Überleg mal schon mal, ich muss ein Zitat aussuchen. Vielleicht ganz nach oben, vielleicht unbegrenzte Macht. Was haltet ihr davon? Das ist gut. Schreibt gerne auch rein, eure Ideen für Kategorien. Ja, Jar Jar Binks finde ich eigentlich... Jar Jar könnte so eine Art, so eine Sonderkategorie sein. Weil ich finde, Jar Jar hat ja auch seinen Charme. Ja. Das könnte so eine lustige Trash-Kategorie sein. Dann würde ich das vielleicht auf die D packen. Was hältst du davon? Ja, ich wollte eigentlich noch ein Jar Jar-Zitat raus. Ich mach mal so lange auf die Idee. Ups.
Okay, das zweite könnte man vielleicht einfach, möge die Macht mit dir sein oder so machen. Oder ist vielleicht was, ist vielleicht ein bisschen lahm, aber das könnte auch passen, oder? Als zweites. Carbonit für mittelmäßig. Okay. Carbonit. Oder vielleicht, was haltet ihr von Lass den Wookie gewinnen für ja, sowas mittelmäßig oder so. Ja, was mittelmäßiges oder sowas, was auf dritter Stelle. Wie findest du das? Lass den Wookie gewinnen? Ja. Auf dritte oder vierte? Ich würde, glaube ich. Ja, es ist ja eigentlich so ein. Man tut es sich an. Ja. Oder? Wäre eigentlich die. Oh, das finde ich auch gut vom Wort eine Kiste Schuhkaka. Ja, dann packen wir es auf die. Dann packen wir es auf die C, Schuhkaka. Weil ganz unten vielleicht sowas wie Sturmtruppen-Aim oder so. Oh Mann, ich versuche immer noch diese eine. Oder Ed Shooter auf E ist auch nicht schlecht. Na komm, machen wir erstmal hier Ed Shooter. Verdammt, ich finde nicht mehr diese Gangen-Beleidigung, die Jar Jar immer gemacht hat, wenn er in Scheiße getreten ist oder so. Vielleicht weiß das ja noch wer von euch aus dem Kopf. Ja, und dann vielleicht auf B, lass den Wookie gewinnen einfach. Ja. Dann haben wir es. Schreibt man so Wookie? Nee, ich glaube mit zwei O und ne E am Ende. Oh. Ne, IE. Genau, Benny. Jo. So, dann, was fangen wir mit zu Acolyte an? Also ist natürlich schwer zu bewerten, aber weil wir es nicht gesehen haben, aber ich würde es halt dann so Richtung Jar Jar packen, weil ich es halt für mich halt, also es ist halt einfach ein super Fail für Disney. Es ist halt die mit Abstand schlechteste bewertete Serie, alle haten die. Und ich fand es tatsächlich auch irgendwo amüsant, die Beschäftigung damit. Ja, dann ab zu Jar Jar. Wo haben wir sie denn hier? Oben rechts. Da, ja. Okay, womit geht es dann weiter? Also hier ist The Acolyte, Hohe Republik. Und dann geht's mit der Episode 1. Genau, Episode 1. Die dunkle Bedrohung. Ja, was sagst du? Der große Augenblick von Jar Jar. Ja. Ja, das sind absolut die Bilder meiner Kindheit. Mhm. Ich hatte auch in meinem längsten Kinderzimmer eigentlich von Anfang bis Ende ein Poster von Episode 1 hängen. Mhm. Sehr zentral angebracht. Ich war sehr, sehr großer Fan als Kind. Tatsächlich war es bei mir auch so, dass, sagen wir mal, es ist nicht mein liebster Film, der also der Prequel-Trilogie. Mhm. Aber ich habe ihn als Kind sehr, sehr genossen und ich finde, es ist auch von allen Star Wars-Filmen wohl der, der auch am ehesten auf Kinder zugeschnitten ist. Das muss man mal dazu sagen. Ja, bis auf natürlich jetzt dieser ganze Punkt jetzt von irgendwie. Das Ende ist halt ja schon hart jetzt mit, dass halt Darth Maul dann halt in der Mitte zerteilt wird und. Absolut. Stirbt. Also ich sage ja auch nicht, dass es so gesehen ein Kinderfilm ist, der jetzt keine
erwachsenen Themen anschneidet. Mhm. Aber ich finde, was mir damals als Kind immer aufgefallen ist, ich hatte dann auch alle 6 Filme in so einer DVD-Box, eben separat, zwei Dreier eben Trilogie-Boxen gekauft. Und das ist ja auch der einzige Star-Wars-Film, der eine Freigabe in Deutschland ab 6 erhalten hat. Und ich finde aber auch, wenn du diesen Film schaust, mit dem, was für einen Raum Jar Jar Binks einnimmt, wie zentral eben es um Anakin als Kind geht. Ja. Das ist schon sehr stark auch Elemente von einem Film hat, in dem das Kind sich mit dem, es ist ja schwer jetzt zu sagen, dass Anakin der Protagonist des Films ist, aber auch einen Protagonisten hat, mit dem sich das Kind identifizieren kann. Das stimmt. Auch mit den Podracern und so, das würde ich auch sagen, das ist auch was. Was auch ein geiles Spiel, das Podracer-Spiel. mit so einem Kart oder eigentlich eher F-Zero-Spiel bekommen hat. Ja, das stimmt. Das habe ich so gesuchtet. Das fand ich auch. Von jetzt den Mario Kart, heutzutage gibt es ja gar keine Kartspiele eigentlich mehr, außer Mario Kart, aber von den früheren war es auf jeden Fall eins der besten Alternativen zu Mario Kart. Ja, das stimmt schon. Ich meine, Star Wars war ja auch immer bemüht, diesen Spagat zu schaffen, so dass es halt auch für Kinder geeignet ist oder dass es ja nicht zu mega brutal wird oder nicht zu mega dunkel wird, auch wenn es natürlich ein paar Ausnahmen gibt. Ja, ich würde schon sagen, dass man diesen Wandel eigentlich auch in der Prequel-Trilogie eigentlich sehr gut sehen kann, dass es nach und nach erwachsener wird. Und ich würde sagen, also für mich ist das natürlich ganz stark einfach geprägt durch diesen Blick aus der Kindheit da drauf. Ja. Aber ich weiß noch, wir haben ja auch mal alle 6 Teile dann nochmal recht zeitnah an mehreren Tagen dann, glaube ich, auch in einer Woche oder so hintereinander geschaut. Ne? Mhm. Da waren wir auch beide überrascht, wie gut wir dann doch den ersten Teil dann noch fanden. Also ich sehe das auch, ich sehe den auch eigentlich positiv, weil es gibt halt, also ne, der wird ja immer so als, ja, der sagen ja viele, das ist irgendwie so der schlechteste von den 6 eigentlichen Star Wars Filmen ist, aber das finde ich immer schwer zu sagen, aber ich finde auf jeden Fall, dass er halt auch sehr viele coole Elemente hat. Alleine Darth Maul ist halt eine der drakonischsten Figuren des Star Wars Universums. Und das ist halt auch so cool einfach. Und es gibt auch andere sehr, sehr nice Elemente mit den Podracern zum Beispiel. Und auch generell so diese Entwicklung dann von Anakin und so. Das ist halt dann schon alles so cool gezeichnet, finde ich. Auch Tatooine und so. Das ist dann schon nice gemacht. Ja, ich würde vielleicht auch noch 3 Sachen anführen, die ich auch sehr cool finde. Also die Locations. So, ich finde, Naboo ist wirklich einfach ein sehr, sehr schöner Planet. Ich finde das auch so architektonisch und so sehr gelungen und diese menschliche Kultur darauf so eigentlich recht einzigartig zu zeichnen. Also ich finde es einfach sehr schön anzusehen. Auch diese Unterwasserwelt der Gungans, auch wenn Jar Jar Binks halt sehr stark berechtigterweise gehatet wird, finde ich es halt auch einfach sehr schön gelungen und ist halt einfach, finde ich tatsächlich auch im Vergleich zu den anderen Filmen doch sehr abwechslungsreich von auch den, wie die Kulturen dargestellt werden. Es hat halt auch sehr was sehr Eigenes, auch wie die Gungans dann am Ende kämpfen. Und das andere ist halt noch, ich finde auch den Kampf mit Darth Maul am Ende, mit dem Einsatz der Musik, wenn Darth Maul in den Hangar eintritt. Einer der besten Kämpfe, würde ich sogar sagen, der gesamten Reihe. Und das, finde ich, ist halt schon was für mich das auch noch recht hoch stehen lässt in seinen brillanten Momenten und auch in der restlichen soliden Performance, auch wenn es viele Elemente gibt, die natürlich nicht gelungen sind. Also es sind ganz viele Sachen, wo ich dann auch sagen würde, dass dieses Kinderfilm-Ding überhand nimmt. Die ganze Sache mit Anakin, wie er dann in die Basis der Handelsföderation reinfliegt am Ende. Davor auch schon Sachen, die actionmäßig nicht so gelungen sind. Der ganze Endkampf mit Jar Jar Binks gegen die Droidenarmee, kann ich auch darauf verzichten. Ne? Und ich weiß, es wurde auch immer sich drüber lustig gemacht, auch mit der Handelsföderation, die ganzen Hintergründe der Blockade. Und das ist berechtigt, dass das alles irgendwie ein bisschen komisch ist. Aber im Großen und Ganzen ist es für mich ein... Oh, jetzt... Ja, doch...
sage ich es, also ich würde schon fast auch nostalgiemäßig sagen, es ist ein Möge die Macht mit dir sein. Ich finde, es ist ein super ein. Bin ich auch eher dabei. Wenn ich ein Kind hätte, dann würde ich den Film auch als erstes so zeigen. Ich bin da auch eher dabei, Sadi, es tut mir uns leid, aber da gehen wir dann leicht auseinander. Okay, dann gehen wir auch tatsächlich weiter mit, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt zuerst, ich glaube, wir machen... Lass uns zuerst den zweiten Teil machen und dann The Clone Wars. Okay. Das ist, glaube ich... Jo, der zweite Teil. Angriff der Klonkrieger. Das ist sehr interessant, weil ich als Kind den richtig geil fand. Also ich glaube einfach so von den ganzen Kämpfen und dass es dann so viele Jedi gab und alles, das hat mich einfach schwer beeindruckt. Jetzt, wenn man den halt jetzt guckt, ist es halt vielleicht sogar andersrum wie mit Teil 1. Also ja. Teil 1 ist halt in der Kindheitserinnerung schwächer und Teil 2 ist, ja, jetzt ist, wenn ich es jetzt halt gucke, dann würde ich ihn halt eigentlich eher unter Teil 1 packen. Weil ich finde immer noch, dass es halt sehr viele coole Aspekte gibt. Aber es gibt ja so ein paar Sachen, der Elefant im Raum, halt die Liebesgeschichte, ja, zwischen Padme und Anakin ist halt natürlich des Teufels, aber aber es ist auch viel cool, das ist halt natürlich, ne? Ich fand den Age Gap auch immer ein bisschen gruselig. Nicht einmal so als fast erwachsene Frau und kleiner Junge zu treffen und danach so... Ja, ja, das ist... Ja. Aber deswegen, da würde ich dann tatsächlich halt sagen, dass ich ihn eher schwächer sogar als eins sehe. Ja, bin ich auch sehr glücklich, dass du das so siehst, weil für mich war es auch so, als ich ihn dann eben die Jahre darauf dann im Kino auch gesehen hatte. Als Kind war ich natürlich total begeistert und es passiert ja auch so viel in dem Film und ich habe dann diese Romanze auch einfach, nimmt man halt irgendwie als Kind, so wird es dann teilweise ein bisschen langweilig, sind dann auch diese ganzen berühmten Szenen mit irgendwie ich hasse Sand und so dabei und diese komische Fruchtschneide-Szene und so. Aber, und wie ne, auf diesen Dingern reitet. Dieser Wiese. Im Kühen. Ja. Aber vielleicht andere Sachen, die mir dazu auch einfallen. Einmal finde ich beim späteren Gucken, also ich habe diesen Film natürlich auch sehr oft gesehen, ne? Und zuletzt dann auch bei unserem Binge-Watching davon. Und ich finde, er ist einfach so ein bisschen all over the place. Mhm. Also es werden ja super viele so Plotlinien angeschnitten, die eigentlich erst richtig zu Ende geführt werden, wenn man dann den dritten Teil guckt. Und ich finde, der erste wirkt in sich viel geschlossener, dass man auch sagen könnte, ich schaue mir den jetzt einfach an. Mhm. Genauso wie der dritte. Und der ist halt, vielleicht ist das auch bei so den mittleren Filmen von schon der geplanten Trilogie einfach so notwendig so. Und daneben finde ich halt auch, dass dieser ganze Jar Jar-Part einfach an R2-D2 und C-3PO übergeben wurde und man einfach nur, weil sie in der originalen Trilogie diesen Raum eingenommen haben, man denen irgendwie das mehr verzeiht. Und vor allem, das habe ich jetzt gerade nochmal in dem Trailer gesehen und das fand ich aber dann auch, als ich die beiden Filme nochmal gesehen habe, dass CGI ist einfach so viel schlechter gealtert als beim ersten Film. Ohne Witz, aber ich glaube, das liegt halt auch tatsächlich daran, dass es einfach viel weniger CGI und viel kleinere Kämpfe auch gibt. Ich meine, diese Schlacht dann mit den Druiden und den Jar Jars, die ist halt fürchterlich gealtert. Aber bei Teil 2 fällt es halt viel mehr auf, weil du da halt diese Monumentalschlachten hast. Und wie gesagt, als Kind fällt dir das dann halt nicht so auf. Und du bist da so ein, das ist ja dann halt, damals war man ja auch anderes gewöhnt, sag ich mal. Aber wenn man das jetzt halt guckt, dann muss man sich das halt schon, sag ich mal, wegdenken. Also du musst wirklich aktiv das weggucken, so, ne? Ich finde auch an Yoda ist leider, finde ich gerade nicht diesen, also ich finde an sowas sieht man das halt sehr gut, ne? Ja, und ich kann mir sogar vorstellen, dass es in dem Trailer sogar noch nachbearbeitet wurde. Hier. Ja, und wahrscheinlich vielleicht sogar noch eine der besseren Szenen im Gegensatz zu, wie du es gesagt hast, ich glaube auch, was mich beim späteren Schauen dann wirklich schockiert hat, war diese Szene, als die große Klonkriegerarmee dann gezeigt wurde, dass dieses epische Ende sein sollte, so. Wow, guck mal, was passiert ist, aber... Deswegen, ich glaube, daran liegt es einfach. Wenn man sich das halt wegdenkt, so, und das
probiert auszublenden, das sich selber eher so vorstellt, dann ist es halt immer noch mega geil. So finde ich halt, weil diese Schlacht halt so monumental ist. Aber sie ist halt einfach schlechter gealtert als halt auch jetzt sowas wie bei Herr der Ringe oder so und selbst da. Wie heißt nochmal der Planet, wo das passiert? Boah, weiß ich gerade nicht. Aber da ist auch dieser ganze Arena-Kampf, ne? Mhm. Also es sind auch tatsächlich Sachen, die ich damals recht cool fand, wie diese ganze Verfolgungsjagd in Coruscant. Ja. Und ich weiß, dass wir früher ganz toll das Geräusch der seismischen Bomben fanden und auch in den Videospielen dann immer wollte jeder unbedingt Jangos Schiff fliegen, ja. Und Slave One heißt das ja, glaube ich, und dann die seismischen Bomben abfallen. Sind schon coole Momente dabei, aber wie gesagt, ist es für mich wirklich so einfach dieser All-Over-the-Place-Film. Aber dann lassen wir uns ja auch Lass den Wookie gewinnen packen. Ja. Da gehört er auf jeden Fall noch hin. Gut, dann kommen wir zu Clone Wars. Und warte, man kann es ja einmal nochmal angucken, wo das Ganze spielt, weil das spielt ja dann auch zu Zeiten der Klonkriege, ne? Also eben so zweite bis dritte Teil, um das halt so einordnen zu können. Und es ist eine sehr, sehr lange Animationsserie. Also das ist die mit Abstand längste Star Wars-Serie, die es halt gibt. Und du hast ja nur einzelne Teile mit mir gesehen, die ich dir dann explizit nochmal gezeigt habe, so ein paar Highlights von der Serie. Ja, und das Schlechteste. Und das Schlechteste, genau. Und das ist halt eine total witzige Serie irgendwo. Und also auch so als Serie an sich einfach interessant, weil es halt am Anfang ist es sowas von scheiße. Also wirklich schlimm scheiße. Da sind halt Folgen dabei, wo du dich echt fragst, was tue ich hier? Warum verbrenne ich meine Zeit? Also wirklich, wo man halt einfach am Verzweifeln ist, weil es so schlimm scheiße ist. Aber es lohnt sich halt einfach durchzuhalten, weil es gibt halt auch am Anfang immer wieder so Lichtblicke und im späteren halt so von so Star Wars Animationen das Beste, was es halt bisher jemals gab. So. Und das ist halt dann schon und daher lohnt es sich auch, weil halt auch einfach bestimmte Geschichten halt erzählt werden, die ja dann auch Kanon einfach sind, ne? Also Kanon im Sinne von offizieller Teil der Geschichte und Legends ist ja dieser inoffizielle Teil von Geschichte, wo jetzt auch hier diese Romane, die ich hochgehalten habe, dazu zählen. Und es wird einfach so viel den Charakteren an Tiefe gegeben durch diese Serie, wie das halt nichts anderes macht. Deswegen, ja, es lohnt sich halt tatsächlich einfach durchzuhalten. Auch witzig ist diese Erzählweise, also es wird halt nicht chronologisch oder so erzählt von den Ereignissen, sondern es ist so wild durcheinander. Es ist halt, ja. Und konzeptionell ist es auch interessant, weil am Anfang gibt es halt immer so einen Sprecher, der dann so erzählt, so, yo, so ein bisschen so Kriegsberichterstattung. Ich fand das auch ganz witzig. Als ich das gesehen habe, hatte das schon stark den Vibe von so deutsche Wochenschau in der Nazi-Zeit. Und das war auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, dass das dann da so ein bisschen so ein verklärendes Bild von den Ereignissen, so Vorereignissen immer zeigt. Und ja. Tatsächlich hatte ich damals den Pilotfilm zu The Clone Wars als Kind gesehen. Ah, ja. Das nur die Echten kennen. Das ist witzigerweise auch kein eigens produzierter Pilotfilm dafür, sondern nicht meine vier zusammengesetzte Folgen oder so. Ich meine, einfach als Pilotfilm so auf Fernsehsendern ausgestrahlt hat. Weil die lief ja dann damals auch im Nachmittagsprogramm, glaube ich, die Serie. Mhm. Und ich würde auch sagen, also diese besten Parts, die du mir davon gezeigt hast, die waren schon wirklich recht cool auch teilweise. So. Also ich glaube, es war jetzt nichts, wo ich so danach gesagt hätte, wow, das ist jetzt irgendwie absolut phänomenal, ganz, ganz hohe Filmkunst oder so, aber schon ziemlich coole Storylines und so, die erzählt wurden. Die schlechtesten Sachen, die du mir gezeigt hast, den Droiden, ne? Ja, waren halt natürlich schon echt, also wirklich absoluter Rotz. Aber
Ich glaube, was mir dazu gerade noch eingefallen ist, was ich halt echt schade finde, was wir auch bei anderen Sachen schon festgestellt haben, was ich mehrfach erwähnt habe, ist, dass ich dann doch sehr enttäuscht war, wie wenig auch in der Serie dafür, dass man eben die Klonkriege als eigentlich den bestauserzähltesten Krieg im ganzen Star-Wars-Kosmos macht. Mhm. Und das ist ja eigentlich der zentrale Konflikt dann eben einmal zwischen der Galaktischen Republik und den Separatisten, dass die Separatisten als Fraktion so unfassbar dünn geschrieben sind und so wenig Tiefgang eigentlich bekommen. Ja, das stimmt, das stimmt. Das, was es halt trotzdem gibt es halt dieser Epoche deutlich mehr Tiefgang dann auf den anderen Ebenen, die halt stattfinden. Das muss man halt, also speziell so mit der Unterwelt und so, was halt Darth Maul macht und so weiter, das sind halt so Ebenen, die kommen halt einfach, genau, und ja. Das kommt halt einfach nicht vor, und das ist halt so ein elementarer und so cooler Teil von Star Wars halt, mit der ganzen Unterwelt, aber du hast natürlich recht, dass das immer dünn erzählt sind, einfach nur als dieser... Ist böse gegen, ich meine, böse Gegenpart, was ist deiner Meinung denn, was ist die Ideologie der Separatisten? Ja, so eine Technokratie halt, würde ich sagen. Also so eine, so eine ultrakapitalistische Technokratie, die halt einfach ihre Ruhe haben wollen und die sich halt von dem Kern des Universums, also von der Galaktischen Republik, so in Stich gelassen fühlen, halt ausgebeutet fühlen und halt nicht gesehen fühlen und dann halt so ihre Unabhängigkeit da wollen und in Ruhe halt ihren Sklavenhandel treiben wollen und so weiter und so fort. Also wollen dann einfach so eine lockere, wie so eine Art... Sie wollen sich abspalten. Ja, sie wollen sich abspalten und sie wollen halt in Ruhe gelassen werden, ja. Klar, es ist nicht so mega tief erzählt, ja. Und halt vieles von dem... Also zum Beispiel hier in dem Darth Plagueis Buch geht es halt dann auch mehr darum, so wie das Ganze. Und da kann man sich natürlich halt dann über die ganzen anderen Erzählungen halt nochmal was reinholen. Aber das ist über die Filme und so natürlich total dünn. Und das macht auch Clone Wars nicht viel tiefer. Ja, für mich ist es dann halt auch recht schwer, das zu bewerten, weil es halt... So zwischen möge die Macht mit dir sein und Echuta irgendwo hin und her switcht die ganze Zeit. Dann tarierst doch aus, wo du sagen würdest, das ist ungefähr der Mittelschnitt. Ja, dann ich kann man sich das mal entscheiden lassen. Ja. Weil es halt insgesamt schon einfach so viel Tiefe gibt und so viel Cooles dabei ist, würde ich dann doch Lass den Wookie gewinnen tendieren. Und grüß dich, Red Revolution, heute Star Wars hier. Ich hoffe, du bist Fan. Wenn nicht, dann kannst du vielleicht auch noch ein paar schöne Sachen mitnehmen. Wir spoilern nebenbei auch zwischendurch natürlich auch manchmal, aber es ist überschaubar, glaube ich. Ich glaube, wir geben eher einen Überblick. Wir werten eher Elemente. Ja, vielleicht könnt ihr dann auch, wenn ihr jetzt noch nicht alles gesehen habt, auch was mitnehmen, wo ihr nochmal denkt, da gucke ich doch nochmal rein oder so. Bislang Episode 1. Ja, und die anderen 2 und Clone Wars kann man sich halt auch geben, auf jeden Fall. Okay, dann kommen wir jetzt auch entweder zu Folge 3 oder wir kommen zu Bad Batch. Was möchtest du zuerst? Ich würde sagen, bei sowas können wir, glaube ich, immer dann lieber erst das machen, was kürzer spielt, wenn das noch darüber hinausgeht, um chronologisch zu sein. Weil rein nach dem Chart geht Bad Batch ja noch nach Episode 3 weiter. Ja. Okay, Bad Batch ist auch eigentlich eine... Achso, ich meine das eigentlich anders. Ach so. Oh. Okay, wir können jetzt auf Bad Batch machen. Da habe ich nicht ganz verstanden, was du mir sagen willst. Nee, ich meinte, Bad Batch läuft ja noch länger als Episode 3, aber machen wir das. Nee, Bad Batch ist... Achso, jetzt habe ich es verstanden. Das ist so story-technisch. Ja. Aber egal, wir machen jetzt erstmal Bad Batch. Bad Batch. Ja, es ist, denke ich, eine Serie, die irgendwie ähnlich zu Clone Wars ist von der Machart her und so weiter, aber es ist halt natürlich ganz anders auch dann wiederum, weil es halt eine geschlossene Geschichte erzählt, was ja bei Clone Wars überhaupt nicht der Fall ist. Mhm. Und so es gibt, glaube ich, 3 Staffeln und
Die habe ich auch gesehen. Die letzte ist jetzt auch erst vor kurzem, oder vier, ich bin mir nicht ganz sicher, ist jetzt auch vor kurzem erst rausgekommen. Und in der ersten Staffel ist es auch eher so, dass immer so kleine Geschichten erzählt werden, so kleine Aktionen und die große Hauptstory nicht so eine große Rolle spielt. Und die wird halt immer wichtiger. Also so ein bisschen wie bei The Mandalorian, kann man eigentlich sagen. Und ich finde, dass es echt immer besser wurde eigentlich. Also am Anfang war es halt so nett einfach, aber jetzt nichts Besonderes. Und es ist im Verlauf halt schon teilweise sehr cool geworden. Und dadurch, dass es halt auch so eine geschlossene Geschichte irgendwo ist, wo halt auch diese Charaktere vorkommen, die halt immer, die halt dranbleiben sozusagen, ja, baut man auch eine gewisse Verbindung auf. Und ich finde halt auch dieses ganze Thema mit den Klonen halt auch super interessant. Weil das halt so richtig vertieft nochmal. Das wird natürlich auch in Clone Wars selbst gemacht. Aber bei Bad Batch ist das sehr intensiv, weil dann auch nochmal so coole Geschichten halt erzählt werden von irgendwelchen Klonen, die dann halt so ihr eigenes Ding halt irgendwann machen und einfach irgendwo chillen und halt Familie haben und so. So ist es halt einfach richtig cool. Das klingt schon ganz interessant, weil, also ich habe es selber nicht gesehen, ich kenne auch die Prämisse wirklich nur sehr dünn, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich damals wirklich irgendwie mit 12 oder so muss das gewesen sein, bei einem Freund zu Hause gerade ankam, so wie man es früher gemacht hat, man geht halt einfach so hin, macht die Haustür auf und geht halt rein, ne, so, oder klingelt halt und wird reingelassen und er war gerade Clone Wars am gucken und ich weiß, das weiß ich noch, dass es da eben so eine Storyline gerade erzählt wurde von Klonen, die für Geld irgendwie die Republik verraten haben und irgendwie den Separatisten dann bei der Übernahme von einem Schiff oder irgendwie sowas in die Richtung geholfen haben. Und ich weiß noch, dass ich mir damals dann so schon so dachte, ah cool, vielleicht schaue ich doch rein, weil das ist ja mal ganz interessant, dass sie, weil ich fand es immer recht schade, dass dann doch Klone eigentlich ein bisschen mehr Tiefgang hatten, aber auch nicht viel mehr als die Droiden eigentlich und genauso einfach wirklich wie in so einem Strategiespiel so dieses Fußvolk waren, was man einfach nur in Massenkämpfen immer aufeinander geschickt hat und da fand ich schon cool und deswegen sowas natürlich ganz interessant, wenn dadurch dann auch diesen einfachen Soldaten mehr Tiefgang gegeben wird. Ja, Wicker ist auf jeden Fall nice. Und generell einfach so, das ist, ich finde echt einfach so eine gelungene Serie für zwischendurch, sag ich mal, die einen dann auch, aber auch überrascht im Verlauf. Also nochmal, und dann, ja, es ist jetzt auch nicht die größte Filmkunst aller Zeiten, aber wirklich, was man sich halt schon geben kann, speziell wenn man dann halt nochmal, wenn man einfach Star Wars Content sucht, so, dann macht man da halt nichts falsch. Also es wird einen halt nicht jetzt irgendwie bodenlos enttäuschen oder so. Ja. Deswegen würde ich es, glaube ich, auch bei Lass den Wookie gewinnen reinpacken. Ja. Bin ich mal mit einverstanden. Wie Star Wars politisch angesiedelt ist, Bald Anakist. Abseits der alten Trilogie. Ich glaube, das muss man auch wirklich von Medium zu Medium sich genau anschauen. Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es ein Medi also dass es eine, ein Universum ist, was sehr, sehr überzeugt ist vom klassischen Liberalismus. Ja. So, also eigentlich glaube ich von vielen Universen das, was am ehesten so Zentrismus vertritt. Mit, aber diesen Zentrismus halt sehr, sehr klug in Revolutionsromantik kleidet. Also eigentlich würde ich sagen, vielleicht kann man sogar sagen, es ist so perfekter bürgerlicher Antifaschismus. Ja, und dann eben, es gibt einfach immer diesen großen Gegenspielerfaschismus, ne? So. Also ich meine, in der Tiefe, ich meine, das ist ja das Ding, so. Es gibt halt so viel, was halt rund um Star Wars erzählt wurde. Du findest halt alles letztendlich. So, wenn du jetzt alle Comics und alle Bücher und alles, was so erschienen ist, und jetzt mittlerweile ja auch in Filmen und so weiter, da gibt es ja auch dann ganz alle möglichen Erzählungen und Sichtweisen und Welten, die halt erzählt werden. Aber die große Erzählung, die Primärerzählung ist genau das, was du sagst. Ja, und ich würde halt schon sagen, dass die soziale Frage von allen Sachen am wenigsten diskutiert wird.
auch wenn du so in alles reinschaust. Natürlich wirst du immer irgendwelche Elemente auch mal davon finden, aber das ist schon erstaunlich wenig. Und ich würde auch sagen, mit der ganzen Ethik und Philosophie, die bei vielen Sachen, gerade bei den Jedi dahinter steht, da hast du halt auch schon dann sehr viel auch in so einem philosophischen System von, es muss die Gleichheit und das ausgeglichene Maß von allem gewährleistet werden. Mhm. So. Ja. Mhm. Wir streben die Harmonie an. Ja, oder das Gegenteil, ne? Ja, genau. Ja. Das ist böse. Okay, aber dann kommen wir jetzt auch zum Bösen sozusagen. Die Rache der Sith. Das ist Teil 3. Endlich haben sie sie. Ja, ein einfach wahnsinnig geiler Film. Für mich. Also, es ist einfach... Für mich auf jeden Fall einer der besten Star-Wars-Filme und er ist auch so einer meiner Lieblingsfilme irgendwo, weil er halt, also weil es halt sowohl besser gealterte Action als bei 1 und 2 einfach unglaublich geile choreografierte Kämpfe, einfach heroische Momente, die halt gezeigt werden, die halt einfach prägend für das Universum sind. Und die auch wirklich in gewisser Weise auserzählt werden, ja. Und also allein jetzt die Geburt von Darth Vader oder so, das ist natürlich einfach krass. Oder der Kampf halt dann von Yoda gegen den Imperator, das ist einfach, ja, heroisch. Hier ist auch der High Ground. Ja, der Kampf auf Mustafar ist natürlich auch einfach legendär. Und was ich halt so geil an dem Film finde, ich habe halt immer so ein Riesenproblem, dass halt speziell in so Mainstream-Produktionen halt sich nicht getraut wird, halt Charaktere sterben zu lassen, dass halt auch mal das Böse sozusagen gewinnt, dass halt einfach harte Entscheidungen getroffen werden. Und das ist ein so düsterer Film, ein so brutaler Film, wenn man sich das mal anguckt. Ich finde es einfach richtig geil, weil für mich ist halt eben, ne, generell so die größte Faszination bei den Sith halt, bei der dunklen Seite, ist bei mir aber auch im Allgemeinen so von so einer Kunst und Romanbeschäftigung und so, dass ich das einfach am packendsten finde. Und das ist halt genau der Film. Neben jetzt Teil 6 vielleicht auch noch in Teilen. Ich würde aber auch sagen, warum es hier so gut gelingt, liegt auch daran, dass es der einzige von der ursprünglichen Trilogie ist, der die dunkle Seite mal so richtig auserzählt. Vor allem eben durch den Charakter von Palpatine. Ja. So dass das wirklich offen angesprochen wird. Und ich finde, es ist auch wirklich sehr, sehr schön gemacht, dieses ganze Verhältnis Anakin-Palpatine. Das ist halt schon für die Prequel-Trilogie sehr gut und auch verständlich gemacht, warum sich Anakin dafür entscheidet und auch sehr natürlich, wie diese ersten Schritte aufeinander zugemacht werden. Ja. Dann haben wir natürlich auch diese berühmte Opernszene, die auch, finde ich, so einer der besten. So. Die Tragödie von Darth Plagueis. Ja. muss ich sagen, nichts gegen die Bücher, finde ich aber fast schade, dass es ausbuchstabiert wurde, weil für mich hatte das damals sehr viel von der Magie, weil ich finde es sehr wichtig, dass man sich eigentlich in der Welt, in dem Universum, die man schafft, auch wenn ich so ein absoluter Enzyklopädie-Junkie bin, was das angeht und mich immer in alles massiv und gerade in diese obskursten Elemente von so einer Welt dann massiv einlesen möchte, finde ich es eigentlich sehr, sehr wichtig, dass man gerade Leuten wie mir dann verwehrt, alles zu wissen und alles zu verstehen, damit dieser Legendenstatus und sowas beschaffen bleibt und eben nicht alles verstanden auserzählt wird. Das ist ja gerade das, was so die großen Mysterien so wirkmächtig macht. Allen voran so, finde ich immer ein gutes Beispiel, die Geschichten von Lovecraft. Und deswegen diese Szene schon alleine, da habe ich mich verliebt. Und ich finde, es ist auch von vorne bis hinten hier ein sehr kohärenter Film. Gerade das, was ich bei Episode 2 sehr stark kritisiert hätte, ist hier nicht. Es gibt ein super starkes Opening mit der Schlacht über Coruscant. Ja. Du bist direkt
in die Action reingeworfen. Mit General Grievous wird auch nochmal ein guter Antagonist für weite Teile des Filmes aufgebaut. Am Anfang die ganze der Tod von Count Dooku beispielsweise, auch grandios so, ja. Dass das so gemacht wird. Und ja, ich weiß nur, dass ich echt total begeistert aus dem Kino damals als Kind rausgegangen bin. Ich habe tatsächlich mit diesem Film meinen Geburtstag gefeiert. Oh. So, also ich hatte meine Geburtstag, was? Wie, welchen Geburtstag war das? Oh, das muss der 9. Also 8. Also ich war auf jeden Fall noch in der Grundschule 8., 9. irgendwie so rum, muss das gewesen sein. Und der kam dann recht nah zu meinem Geburtstag raus und dann habe ich eben meine Geburtstagsfeier im Union-Kino in der Bochumer Innenstadt im Bermuda-Dreieck gehabt. Ist der nicht irgendwie ab 16 gewesen dann der Film oder so? Nee, ich glaube, der war tatsächlich ab 12 und das echt? War dann, da sind wir dann mit der Begleitung meiner Mama, Grüße gehen raus, dann da reingekommen in so einem Pulk von irgendwie so 12 Kindern oder so. Also super, war ein toller Geburtstag. Oh ja, das ist jetzt echt geil. Und deswegen, also ich habe auch wirklich sehr oft von allen Star-Wars-Filmen habe ich, glaube ich, mit am öftesten den einfach auch mal so alleine zwischendrin, dass ich mir so gesagt habe, halt ey, keine Ahnung, ich bin jetzt einen Sonntag irgendwie alleine zu Hause, ich habe irgendwie noch so ein paar kleine Sachen, die ich hier machen muss, ich lasse einfach mal Star Wars Episode 3 im Hintergrund laufen und, ja, und bin begeistert. Und einfach so zumindest dann bei so bestimmten Szenen einfach nochmal hinsetzen und nochmal genießen, und weil die halt so für sich so episch sind. Ja, deswegen für mich auch einer der absoluten Top-Momente. Aber es hat natürlich, hast du recht, dass es auch ein paar Schwächen gibt bei dem Film, also auch zum Beispiel ja, so ein paar Längen und so, aber das ist dann einfach, der Film probiert halt sehr episch zu sein, ist es ja auch und dann passiert das halt schnell, dass man halt diesen Sweetpoint so ein bisschen verpasst, also zum Beispiel der Kampf zwischen Obi-Wan und Anakin zum Beispiel artet dann halt auch ins sehr Wilde halt irgendwann aus mit den ganzen mit einem Lilianen dann rum und so weiter und sich dabei weiter prügeln. Aber ich würde tatsächlich sagen, unbegrenzte Macht passt eigentlich gut bei dem Film. Für mich ist es einer der Top-Star-Wars-Momente überhaupt. Ja. Man muss es ja auch nochmal sagen, auch wenn wir natürlich noch zu dem Film, der dazwischen geschoben kommt, der ist auch, das möchte ich jetzt noch gar nicht schmälern, aber eigentlich auch ein perfekter Anschluss an die originale Trilogie. Ja. So. Ja. Mhm. Das muss man ja auch wertschätzen. Absolut. Ich baue nochmal so ein bisschen raus, dann muss ich hier wieder. Das war doch nicht so gut, was ich hier gemacht habe. Langsam habe ich die Wikipedia-Seite auswendig gelernt. Ich glaube, du musst das Ablauf bald verschieben. So, genau, das war. das war. Teil 3, Bad Batch hatten wir schon. Und dann kommt. Ich glaube, jetzt müsste Rogue One kommen. Ja, ich denke mal, Rogue One können wir auch besser anschließen und dann Solo sehen. Okay. Also, aber ich glaube, es kommt nicht. Nee, es kommt erst später. Da kommt es, da kommt Solo zuerst. Nee, das ist beides gleichzeitig. Wenn du schaust. Aber das muss ja nach Endor sein. Oh, nee, hier, Rogue One hier. Rogue One hier. Aber warum haben wir denn da? Ja, das ist ein bisschen komisch gemacht. Okay. Rogue One, ja. Nee, Rogue One kommt erst später. Also jetzt kommt tatsächlich Solo A Star Wars Story. Hm. Was ja jetzt von den neuen Filmen gab es ja neben den drei nachfolgenden, 7, 8 und 9, gab es dann ja jetzt hier auch noch zwei Rogue One und Solo, die noch zusätzliche Geschichten halt erzählt haben. Ne? Und in dem Fall von Solo erzählt es die Geschichte von Han Solo, dem Kopfgeldjäger. Du hast ihn gesehen, ne? Ja, hast du ihn gesehen? Ich habe ihn tatsächlich jetzt auch gesehen. Ist aber auch noch gar nicht so lange her, weil Crackle, der liebe Wickel hat mir geraten, den nochmal zu gucken. Und ja, ich hatte den jetzt dann vor ein, zwei Monaten tatsächlich dann doch geguckt. Interessant. Ja. Weil bei mir ist das schon
echt lange her. Ich meine, kannst du mal einmal nochmal das Video bewegen? 2018. Ich glaube, ich müsste ihn auch recht zeitnah dann zur Veröffentlichung geguckt haben. Mhm. Und zwar auf einem Transatlantikflug von Phoenix, Arizona zurück nach Deutschland. Okay. Und Filme, die ich im Flieger sehe, behalte ich nie sonderlich gut in Erinnerung, weil ich das Fliegen hasse. Also ich habe keine Angst vorm Fliegen, aber mir geht es da immer sehr schlecht bei. Ich habe aber herausgefunden, dass wenn ich dann doch statt der Cola den Alkohol nehme, dann geht es mir etwas besser. Tipp für alle anderen, die auch damit Probleme haben. Aber ich weiß, dass ich ihn geschaut habe und ich dachte mir halt echt so, okay. Also, ich fand ihn jetzt nicht absolut scheiße, aber ich war sehr enttäuscht für das, was ich erwartet habe. Ich weiß nicht, ob ich jetzt super viel erwartet habe, aber ich habe halt schon erwartet, es ist ein Han Solo-Film. Und Han Solo war, ich hatte früher den Millennium Falcon aus Lego auf dieser Kommode unter diesem Poster stehen. Passt vielleicht jetzt nicht zum Film, aber Han Solo fand ich natürlich genauso wie Boba Fett oder dann später noch Jango Fett halt super interessant, weil ich diesen ganzen Underbelly von Star Wars, so diese dunkle und düstere Unterwelt, super spannend fand. Und ich fand es immer schade, dass so viel Fokus eigentlich nur auf diese große Helden, im Endeffekt ja eigentlich vom Fantasy übernommene Story gelegt wird und so wenig eben dieses ganze super weirde und so bei Star Wars gezeigt wird. Und ich fand gerade die ganzen Sachen rund um Han Solo, genauso wie um die Kopfgeldjäger, genauso wie um die Huttenkartelle und so, das hatte alles diesen Charakter von, jetzt gehen wir wirklich so in dieses Merkwürdige, in dieses Schmuddelige rein. Und davon hätte ich mir eigentlich immer mehr gewünscht. Ich dachte dann, wow, okay, jetzt kommt das bei Han Solo und ist ähnlich wie, wenn wir dann bei Boba Fett drüber sprechen. Und okay. Das ist interessant, weil bei mir war der Zugang einfach ein anderer, ja. Weißt du? Also ich habe halt nichts von dem Film erwartet. Hm. Ich dachte halt, der wäre einfach total scheiße. So. Dann wurde mir, wie gesagt, nochmal empfohlen, dass man ihn gucken kann. Und dann bin ich auch mit dieser niedrigen Erwartung da reingegangen und war dann halt einfach sozusagen unterhalten. Also ich finde, der Film kackt jetzt halt nicht komplett rein. So. Also der ist jetzt nicht schlimm oder so. So, man kann ihn halt gucken. Es gibt halt so ein paar Sachen, wo man sich echt denkt, so, boah, muss jetzt nicht sein. Aber es ist jetzt halt einfach ein Actionfilm im Star Wars-Universum, den man halt schauen kann und der ihm jetzt halt nicht furchtbar wehtut. Ist meine Meinung, weil ich finde zum Beispiel den Schauspieler auch sehr gelungen eigentlich. Und finde auch, das ist echt speziell. Ja, einfach so ein, genau wie ich es gesagt habe, für mich so ein lockerer Actionfilm gewesen. Aber das hängt dann auch dann von der Erwartung, denke ich, an, wie man damit reingeht. Ja, ich glaube, wenn man einfach, ist halt dann die Frage, ob man das machen muss, aber wenn man vielleicht jetzt für die, damit es komplett ist oder wenn die Filmauswahl bei einem Transatlantikflug nicht so groß ist und die Alternative nur die Neuauflage von Baywatch ist, die man dann trotzdem im Anschluss schaut, dann kann man das halt schon machen, ne? Aber es ist halt wirklich einfach nur ein mittelmäßiger Hollywood-Actionfilm im Star Wars-Gewand. So. Mhm. Deswegen, okay, ja, aber für mich war es halt schon eine große Enttäuschung mit dem Interesse an den Charakteren. Und er spielt hier während der Herrschaft des Imperiums. Also nach dem dritten und zwischen dem vierten, vor dem vierten Teil. Also ich finde eigentlich, dass es halt dann ganz gut zu Chewbacca passt. Ich würde jetzt halt nicht zu ja. Jar Binks gehen, weil wir waren jetzt nicht irgendwie lustig, Kacke oder so, sondern der war halt, das ist halt einfach mittelmäßiger Actionfilm. Gab es am Anfang nicht diese Szene, wo er auch als Sturmtruppler kämpfen soll? Ja, oder in diesem Schützengraben? Ja, ich glaube schon, er wurde doch auch dann teilweise ausgebildet als Sturmtruppler. Ja, und hat dann irgendwie, ich weiß noch, dass ich so diesen ganzen Anfang rum unterhaltsam und gar nicht mal so schlecht fand. Ja, es gab wirklich gute Momente ab da in dem dann, Film. Ging es dann wirklich einfach über in diese absolute Mittelmäßigkeit und deswegen, ich bin auch vollkommen okay mit Chewbacca. Ja.
Das ist an was? Den höheren einfach Preis ignorieren. Für unseren körperlichen Zerfall. Also es hat die, einmal waren die schon immer auf 5 bis 10. Und ja. Dann ist es auch so, sowas hinterfragt man nicht. Du hinterfragst doch auch nicht, warum der Döner teurer wird, oder? So, das schon Fleisch edler wird. So, haben wir auch was in der Schukaka-Kategorie. Okay, weiter geht's. Weiter geht's und dann kommen wir jetzt nach, was haben wir denn hier? Obi-Wan Kenobi. Oder? Tatsächlich. Die Obi-Wan Kenobi-Serie spielt anscheinend kurz nach. Kann das sein? Doch, doch, doch. Das passt. Ja, klar. Ja, doch, das macht Sinn. Nee. Doch. Komm, also dafür, dass ich immer der war, doch, der diese Serie vergessen hat. Naja, klar. Obi-Wan Kenobi, let's go. Also ich denke, da sagt man nichts Neues, wenn man da eine Meinung vertritt, die, wo man da halt dann die Schattenseiten des Disney, der Disney-Produktion sieht. Weil auf der einen Seite, ja, es ist ja schön, dass man so viel bekommt und es gab auch echt coole Momente, kommen wir auch noch zu einigen, von dass es jetzt so aufgemotzt wurde, aber oh mein Gott, diese Serie war einfach scheiße. Und das ist halt so traurig, weil es halt so ein cooler Charakter ist. Auch ich finde auch das so cool mit dem Schauspieler, dass wir da nochmal bekommen haben. Aber wieso muss man halt dann halt dadurch, also ich finde die Figur da wurde dadurch halt schon halt beschmutzt einfach, mindestens. Und es gab halt so viele so weirde Momente und ja, also wir haben die halt auch zusammen gesehen, die Serie. Ne? Ja, genau. Und die Sache ist die, ich habe tatsächlich immer wieder, als wir nochmal so durchgegangen sind, welche Serien wir geschaut haben an Star Wars, so, na, dann überlegt man nochmal, wie fand man die? Fand man beispielsweise auch Boba Fett Story, wo übrigens die italienischen Mofas drin waren. Deswegen wollen wir nicht Obi-Wan jetzt diese Pluspunkte dafür geben. Und Obi-Wan habe ich tatsächlich immer vergessen. Aber ich glaube auch nicht nur aufgrund der Mittelmäßigkeit, sondern weil ich diese Serie auch gerne vergessen wollte. Und ja, tatsächlich ist so. Waren für mich eigentlich auch keine wirklich guten Momente da drin. Und ich weiß, dass man das anbringen kann, dass man sagen kann, ja, es ist die Inquisitorenfestung und so. Und natürlich sieht das ganz cool aus. Aber es war die Inquisitorenfestung, in der Obi-Wan... Was? Obi-Wan, der im Mantel... Nee, genau, Obi-Wan hat wen im Mantel reingeschmuggelt? Ja, Leia. Genau, Leia hat er in dem Mantel, wo er dann wie so ein Obdachloser drin aussah, irgendwie reingeschmuggelt. Und ich weiß nicht, dass er, glaube ich, Gefangener oder so dann sein... Es war halt einfach nur scheiße. Und ja, es gibt einfach Sachen, die halt... Wenn du halt wirklich... Also, Star Wars... Es gehört dazu, dass es einfach unrealistische Sachen gibt und auch mal... Wo das innerhalb des Universums jetzt halt, wo man sich schon denkt, ja, okay. Ja, es ist jetzt ein bisschen das, auch goofy oder so geschrieben. Ja, oder drüber oder so ein bisschen. Aber wenn halt wirklich so einfach das Imperium, das war ja schon immer so ein bisschen halt bescheuert dargestellt, also so oftmals halt so schwächlich und halt leicht zu überlisten und so weiter. Aber wenn halt wirklich die Leute dargestellt werden wie der letzte Hampelverein, mit dem du halt alles machen kannst und halt irgendwie so ein Obdachloser läuft halt irgendwie da durch die Hochsicherheitstrakt einfach so durch. Also das ist einfach nur scheiße. Der Haupt-Jedi-Jagd-Organisation. Und es sind halt auch die anderen Sachen. Es hat halt, also... Der Kampf mit Luke Skywalker und Darth Vader... Der Kampf auch war auch richtig kacke. Genau, das ist diese, ich glaube, worauf jetzt angespielt wird, ist mit diesen ganzen Felsen, die dann da... Und es ist halt die Sache. Ich verstehe, warum man sagt, ja, ich fand es auch cool, teilweise Vader zu sehen, wie er da rumrennt. Es hat ihm wirklich so dieses absolut Übermächtige, wie es auch beispielsweise die neuen Star Wars Third-Person-Spiele sehr gut gemacht haben. Fallen Order und... jetzt fällt mir der andere Titel nicht ein. Ja. Sequel.
sehr gut gemacht haben. Vader ist dieser absolut übermächtige Charakter. Oder auch schon in Force Unleashed, das ist, glaube ich, auch schon super cool. Aber gerade Obi-Wan und Darth Vader, es ist so ein zentraler Schlüsselmoment vom ganzen Star Wars, dieses Aufeinandertreffen in Episode 4, dem ersten Star Wars-Film. Und das dann für, wo teilweise so ein Scheiß dabei war, da habe ich, das hat sich wirklich für mich. Mit dem Feuer. Ja, mit dem Feuer. Das hat sich wirklich für mich wie so eine Todsünde angefühlt. Wie wirklich so, boah, Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Das ist doch einfach nur beschämt. Ja. Und deswegen, da kann ich das dann auch ehrlich einfach nicht genießen. Und für mich ist das mit einer der absoluten Tiefpunkte von ganz Star Wars. Absolut, ich gehe da absolut mit. Wahrscheinlich würden wir es von The Acolyte auch sagen, nur das haben wir halt nicht gesehen, deswegen ist es auf Jar Jar gelandet, aber das ist für mich halt so ein klarer Punkt von Echuta, ohne Witz. Ja. Das will ich halt auch abstrafen. Natürlich waren auch lustige Szenen bei, auch die Verfolgungsszene mit dem Ast, wo Leia für diesen Banditen oder so, Geldjägern da gejagt wird. Am besten fand ich eigentlich, wo dieser bedeutungslose Sidekick gestorben ist, halt irgendwie so, nein! Nicht denn! Wieso, okay. Ja, ich habe dich jetzt irgendwie kurz 2 Sekunden gesehen, aber das war eigentlich das Witzigste. Ja, aber ja, es ist klar, es gibt auch so ein paar Jaja-Momente, aber für mich hat Echuta da ganz klar überwogen einfach. Ja, Jaja darf man sein in Momenten, die nicht zentral für wirklich so dieses, für diesen ganzen Mythos sind. Ja, ja. Und das muss man auch sagen, das ist beispielsweise was Episode 1 gut gemacht hat. Die wussten, wann Jar Jar an die Seite geschoben gehört. So. Wo man so sagt, Jar Jar, jetzt nicht. Du kriegst deinen Moment. Jo, dann sind wir tatsächlich damit durch. Und jetzt kommen wir in die Zeitlinie Rebels und Andor. Und die sind tatsächlich exakt gleiche Zeitspanne, Zeitalter der Rebellion geht's jetzt also los. Aber was ist denn K? K ist Obi-Wan Kenobi. Ach so, Kenobi, stimmt. Ach, K. Da waren wir, ja. Und, ja. Jetzt habe ich schon wieder die Serie vergessen. Andor oder Rebels zuerst? Mach mir doch zuerst Rebels. Jo, Rebels ist auch eine Serie, die nur ich geguckt habe. Und das ist wieder eine Animationsserie. Und es ist mehr vergleichbar mit Bad Batch, weil es halt eine geschlossene Geschichte erzählt von so einem Team von Leuten. Aber es ist natürlich sehr unterschiedlich, weil es halt keine Klone sind, sondern so eine Mischung aus ja einfach so Rebellen und Jedi und so. Und es ist auf jeden Fall, man sieht das, finde ich, auch schon so ein bisschen an dem Stil und der Art und Weise deutlich für ein jüngeres Publikum als Bad Batch. Und es ist auch eine Serie, die einen dann trotzdem halt, finde ich, auch in Momenten wieder überrascht und die auch nochmal ja was ganz Eigenständiges erzählt, weil es halt so eine eigenständige Crew ist, die dort gezeigt wird, mit auch einfach sehr coolen Charakteren teilweise. Zum Beispiel Chopper als Druide, da hat man ihn kurz gesehen gerade, ist einfach so cool. Einer meiner Lieblingsdruiden eigentlich in Star Wars geworden. Und ja, ich finde, es ist halt durchwachsen irgendwo. Also es ist ganz oft auch sehr, sehr mittelmäßig oder unteres Mittelmaß, aber es hat dann auch wieder seine Momente. Und ich finde auch, wenn man, das ist wieder so vielleicht so ein bisschen klasse, so ein bisschen dieses klassische, wenn man halt richtig Bock auf Star Wars hat, einfach zusätzlichen Content will und auch wieder so eine leichte Serie zum Essen halt einfach oder so, dann ist das halt echt eine coole Sache und macht schon Spaß zu gucken auch. Ich weiß gar nicht, hat irgendwer von euch das gesehen bisher? Ja, handeln wir mal einfach schnell ab. Also macht ihr auf jeden Fall auch, finde ich, so wie bei Bad Batch auch nichts falsch damit. Das halt so zu gucken, wenn man so richtig Bock auf Star Wars hat. Und irgendwo zwischen Lass den Wookiee gewinnen und Chewbacca, ich sehe es schon eher leicht schwächer als Bad Batch auf jeden Fall.
Aber ich glaube, lass den Wookie gewinnen, trifft es dann doch. Ist kein Chewbacca. Nein. Nein, nein. Nein, das ist wirklich nicht. Chewbacca ist ja auch eine sehr harte Mittelkategorie. Ziemlich böse an, ne? Und dann kommen wir jetzt zu Endor. Was parallel zu Rebels spielt und eben die Geschichte der frühen Rebellion erzählt. Finde ich auch, glaube ich, mit eine der, oder ich würde sogar sagen, für mich die interessanteste Star Wars-Serie von allen, ja, die klar, rauskam. Absolut. Weil ganz es ist, glaube ich, das, was bislang im gesamten Star Wars-Kosmos am stärksten die moralischen Graustufen zeigt. Mhm. Und ich finde, es ist auch nochmal für uns als Leute, die sich selber als Revolutionäre bezeichnen und sehen, besonders interessant, weil es halt auch in diesem eigentlich sehr klaren Gut- und Böse-Dualismus von Star Wars fantastisch auch diese Grauzone zeigt. Genau, diese Grauzone innerhalb der Rebellion zeigt. Also es gibt natürlich auch eine starke Vermenschlichung auch des Imperiums, was, wie ich finde, sehr gelungen ist, dass man mal wirklich einen Einblick in den Apparat erhält und auch wirklich auch so Leute, die einfach überzeugt davon sind, warum es eben diese galaxieweite Ordnung braucht und wie auch eigentlich intern die Leute dann einfach normal in einem Faschismus weiter existieren und nicht einfach nur die ganze Zeit besonders böse sind. Und ja, was ja tatsächlich bei Star Wars häufig so, wo man das Bild bekommt, wenn überhaupt mal wer gezeigt wird, der als Teil des Imperiums existiert. Oder wie Bald eine Kiste schreibt, einfach Karrieristen sind, ne? Genau, oder einfach Karrieristen sind. Und genauso ist es eben mit der Rebellion. Ich finde, gerade hier fällt jetzt gar nicht sein Name ein, eigentlich so der führende Kopf hinter der früheren Rebellion und der so die Kontaktperson zu vielen Elementen davon ist und der ja auch dann die unterschiedlichen Teile der Rebellion anheuert, hat so, so starke Monologe da drin. Also wirklich fantastische Monologe, die diese Notwendigkeit zeigen. Ich glaube, es gibt diesen einen Moment, wo er dann auf Coruscant in diesem Aufzug drin ist und das ist wirklich, das hat sich bei mir so eingebrannt, wo er dann darüber spricht, dass wo es dann darum geht, dass er ja jetzt gar nicht so viel zu opfern hat, wie gerade den die Person, genau, Lufen, ja, ich meine auch, die Person, die er gerade in einer Behörde des Imperiums eingepflanzt hat und das, was er eigentlich alles für ein Leiden dadurch hat, dass er einmal sehr wahrscheinlich nicht sehen wird, wie diese Rebellion sich vollzieht und damit leben muss, dass er so viele Leute in den Tod geschickt hat. Einer der für mich wirklich stärksten Monologe. Und ich würde auch sagen, darüber hinaus actionmäßig, spannungsmäßig und auch in der Humanisierung der Leute, die häufig in Star Wars-Geschichten vergessen werden, nämlich wirklich den einfachen Leuten, fantastische Serie. Ich muss sagen, ich bin so hyped auf den zweiten Teil. Ich finde auch das ganze Konzept so cool, was zuerst halt einfach wie was wirkt, was man nicht unbedingt braucht. Also diese Vorgeschichte zu, wie bekommen die Rebellen die Pläne vom Todesstern und so weiter und so fort, entpuppt sich halt als die spannendste Erzählung eigentlich seit den Prequels halt einfach. Und das ist halt total geil. Dieses geschlossene Konzept von zwei Staffeln, die dann an diesen Film anschließen, der dann perfekt an Teil 4 anschließt. Das ist super geil, also Rogue One kommen wir ja gleich noch zu und deswegen, ich bin einfach so gespannt und mega happy auf Endor, weil es halt auch ja von dem Produktionsniveau und von der Art und Weise eigentlich fast schon eher wie ein Film ist. Und das ist halt auch immer so ein gutes Zeichen, ne? Wenn halt eine Serie so nah an einem Produktionslevel von einem Film rankommt. Also unbegrenzte Macht, ganz klar für mich. Ja, für mich auch. Wobei man dazu sagen muss, einfach nur Geld draufzuschmeißen. Nein, nein. Muss es nicht gut machen, weil ich würde jetzt mal ganz frech behaupten, dass das Budget von Andor und Obi-Wan sehr ähnlich gewesen sein wird, wenn nicht sogar Obi-Wan höheres hat. Aber vielleicht ist das auch einfach
ist, glaube ich, hineingeraten. Und nee, aber tatsächlich gibt es da so von der Produktion her Unterschiede, dass das Ganze arbeitet halt viel mehr mit echten Sets und so weiter, Endor. Und halt Obi-Wan und so haben halt mehr von diesem, die haben ja viele von diesen Serien, von diesem, wie heißt es nochmal, diesem Bildschirm, so einen speziellen halt gedreht. Ah, alles nur noch in diesem kompletten Greenscreen gemacht wird, was ein bisschen Revolution des Filmes machen war. Und das möchte ich auch noch zum Schluss zu Andor anmerken, der Teil von Star Wars, der am ehesten bis jetzt so eine solidarische Arbeiterkultur dargestellt hat. Ja, auf jeden Fall. Ja. Das, der Film ist einfach fantastisch. Der ist einfach die Serie. Fast schon, die Serie ist fast schon, fast schon Pflicht hier, wenn man irgendwie so linker ist und Science Fiction mag. Ja. Gut, dann geht's weiter. Und zwar kommen wir dann passend natürlich zu Rogue One. Der eben erwähnte Film, der dann an den noch zu erscheinenden zweiten Teil der Endor-Serie anschließt. Und ja, es ist für mich auf jeden Fall der beste Film, der jetzt erschienen ist von den neuen Filmen, also mit sehr großem Abstand, muss ich auch sagen. Einfach ein sehr gelungener Actionfilm. So, also der natürlich auch in manchen Teilen eine gewisse Tiefe hat, aber es ist schon primär ein Actionfilm, da unterscheidet er sich auch sehr stark von der Serie. Sehr deutlich, finde ich sogar. Aber der macht einfach richtig Bock zu gucken und erzählt halt eben auch eine spannende Geschichte. Ja, also ich weiß auch noch, dass er mir auch schon beim ersten Schauen recht viel Spaß gemacht hat. Gerade die Endschlacht, finde ich, gehört auch zu, würde ich schon sagen, zu einer der besten so langen Actionsequenzen in Star Wars und generell so Großschlachten. Sehen wir hier auch gerade die Bilder von, wirklich auch eine sehr schöne und auch mal andere Idee, das auf im Endeffekt so einem Inselarchipel stattfinden zu lassen. Sehr cool. Diese Endgültigkeit davon ist auch so großartig. So also groß. Die Endszene und auch, das kann man ja auch, hier Spoilerwarnung, ne? Aber sagen, wie man hier auch mal mit Sterblichkeit der Charaktere und so dieser Opferbereitschaft für die Sache umgeht. Wirklich, wirklich cool, auch für so einen eigentlich sonst sehr klassischen Actionfilm. Ich finde aber trotzdem, es ist jetzt nichts, was mich absolut vom Hocker gehauen hat. Ich finde, er hat gerade in der Mitte, gab es für mich auch Längen und ich finde, weite Teile der zusätzlichen Charaktere wirken tatsächlich auch wie diese zusammengewürfelte Crew aus. Wäre ja noch witzig, wenn wir das hätten. Nee. Ist ja auch ganz cool, wenn man den ethnischen Charakter noch repräsentiert. Und da, finde ich, hat es auch schon diese schlechten Elemente, die später viel stärker dann an Disney Diversity Casting so kritisiert wurden. Aber nicht in dem Sinne, dass es mich jetzt irgendwie stören würde, dass es einen ethnisch diversen Cast gibt, sondern dass man den dann einfach nur zusammenwürfelt und auch dass noch andere Charaktere mit reinbringt. Werden, ne? Genau, aber also sie einfach nur da hat. Und mir geht es nicht darum, dass ich dann andere da haben möchte, sondern ich möchte, dass diese Charaktere, die da sind, dann auch bitte wirklich erzählt werden und nicht einfach nur im Endeffekt so Inventar oder Prop sind oder eine nette Eigenschaft haben. Ja. Weil das ist nämlich das Coole, ist ja im Endeffekt so ein Heist-Film, wie man das von Ocean's 11 oder was weiß ich, andere Bankraubfilmen oder so kennt, The Heat oder so. Mhm. Wo du dann aber auch dir wirklich die Zeit nimmst, um mal wieder, um so ein bisschen auch auf die Dynamiken in der Gruppe einzugehen, um den Leuten halt wirklich so eine ordentliche Backstory zu geben. Und das war, fand ich schon bei Rogue One, recht dünn zeitweise, gerade in dieser Mittelsection. Es hat an Tiefe gefehlt einfach. Ja. Also so kann man das vielleicht gut zusammenfassen. Also es hat an Tiefe gefehlt, also genau das, was eigentlich ja Endor so gut macht, ist dann natürlich auch viel mehr Zeit und es ist so ganz anders von der Art und Weise her. Aber deswegen würde ich auch ganz klar, dass er nach Möge die Macht mit dir sein reinpacken. Ja, auf jeden Fall, Sadi, das ist auch eine sehr starke Szene. Ja.
einfach dann dieser Übergang, diese ganze Idee ist halt so cool. Aber ich, ja, im Vergleich, auch wenn man natürlich immer Film und Serie schwer vergleichen kann, ist das für mich sehr deutlich bei Möge die Macht mit dir sein. Ja. Jo. Dann kommen wir zu dem Beginn von Star Wars, was eigentlich ja auch so generell so witzig ist, oder? Diese Idee halt mit Teil 4 zu starten, das alleine schon drakonisch. Ich weiß gar nicht, ob das damals das überhaupt schon mal irgendwo gab, weil was. Aber das ist ja nicht mit Episode 4 gestartet. Wie? Also. Oder wurde das dann umbenannt später? Soweit, also. Kann ich sein, mag das mich, ist ich mag mich vertun, aber ich meine, dass ja, tatsächlich. Das kann sein, dass es umbenannt wurde. Okay. Krieg der Sterne ist ursprüngliche Star Wars, nee. Ein in sich abgeschlossener Film war. Und ja auch so, glaube ich, ziemlich low budget gedreht wurde. Ja, das stimmt. Und ja. Man sich dann erst entschlossen hat, wir machen daraus jetzt eine Trilogie. Und dann diese Zählung 4, 5, 6 dann kam, als man sich entschlossen hat, wir drehen jetzt nochmal eine Prequel-Trilogie. Ja, das stimmt. Das ist dann, das vergesse ich vielleicht auch, weil das für mich dann. Ja, halt, man hat das so im Kopf. Genau. Ne? So in meiner Kindheit ist halt einfach so. Dann halt schon so war. Ja. Genau, aber ja, Zeitalter der Rebellion spielt das Ganze. Und ja, ich meine, die alten Teile sind halt natürlich drakonisch, so, weil die sind halt, die haben halt Filmgeschichte geschrieben. War das der erste Star Wars-Film, den du gesehen hast? Kannst du dich damit ja. erinnern? Ich glaube schon. Ziemlich sicher. Also ich habe auf jeden Fall natürlich die alten Teile zuerst gesehen. Und also nicht natürlich, aber war so. Und dann habe ich auch sehr sicher mit Teil 4 angefangen, weil warum sollte man dann irgendwie mit 5 oder 6 starten? Weil ich meine, ah ja, da haben wir noch das Ja. Deutsch Krieg der Sterne. Weil ich meine tatsächlich, dass Fuck. dass ich zuerst Episode 1 geschaut hat und meine Mutter mir dann eben so über ein Wochenende Teil 4, 5 und 6 gezeigt Ach, hat, echt? auf so gebrannten DVDs. Witzig. Und ich weiß nämlich noch, dass ich total begeistert dann auch davon war, dass es das gab und wirklich so war, wow, ihr habt, also ich liebe jetzt Episode 1 und ihr habt das damals live erlebt, ihr wart in den Kinos mit diesem Film. Wie cool ist das denn? Da gab es auch, ich bin früher ja bei uns auf der Grundschule immer in die AWO, die Arbeiterwohlfahrt, Nachmittagsbetreuung gegangen für die Kinder, bei denen die Eltern gearbeitet haben. Und da hatte eine Betreuerin, hatte mir dann nochmal davon erzählt, dass sie damals bei dem ursprünglichen Screening in Deutschland von Krieg der Sterne da war und mir dann nochmal so ein altes Poster und so davon gezeigt. Ich war total, ich dachte mir, wow, das ist so das Coolste überhaupt, dass man da damals dabei war. Das gibt es ja gar nicht irgendwie so. Und ja, also Hat er Filmgeschichte geschrieben, ja, muss man dazu absolut. sagen. Und dafür, dass der Film so alt ist, hat er mich wirklich auch damals echt verzaubert. Also Ja. ich finde, es ist auch so. Es ist ja wirklich eigentlich ein klassischer, so eine klassische Fantasy-Arc von so einem 70er, 80er Fantasy-Film in einer Sci-Fi-Optik, in einer Sci-Fi-Welt drin. Und ich finde, es ist auch von vorne bis hinten wirklich rund. Es ist so, du kannst dir diesen Film heute auch noch gut anschauen. Es ist von vorne bis hinten rund. Es ist natürlich, das muss man auch sagen, teilweise sehr cheesy so. Es gibt auch die Momente, wo man sicherlich heute ein bisschen schmunzeln muss, aber ich finde, es hat immer noch so viel von der Magie. Witziger Trailer auch. Ja, also ich habe, das war auf jeden Fall mein erster Star Wars-Film. Und ich weiß auch, also wirklich, ich habe auch 1, 2 und 3 sehr oft gesehen, aber 4, 5 und 6. Also ich habe wirklich eine Zeit, wo, ich glaube, der sechste war mein Lieblingsfilm von den dreien tatsächlich. Und ich konnte das fast auswendig. Also weil ich ihn so oft gesehen habe als Kind. Mir hat das halt das komplett geöffnet, einfach. So dieses ganze Science-Fiction-Ding und so.
Ja. Vielleicht noch ein kleiner Shoutout für mich, Grand Moff Tarkin. Finde ich einer der perfektesten Schauspieler von einer der perfektesten dargestellten Faschisten, so. Diese eingefallenen Wangenknochen, diese riesige Figur. Du hast halt echt das Gefühl, da steht wirklich so ein 1,98 Meter SS-Hauptsturmführer. So. Oh. Ja, auch die Stimme, selbst die Synchronstimme. Ich habe das ja halt immer nur auf Deutsch geguckt. Auch die Synchronstimme ist einfach großartig. Obwohl ich von vielen Amis auch gehört habe, dass, ich weiß noch, ich hatte auch mal mit Amerikanern hier Star Wars gesehen, die dann echt so gesagt haben, dass sie gerade, was das Imperium und so angeht, eigentlich die Ansprachen auf Deutsch cooler fanden. Ja. Weil das mehr so gepasst hat. ja, aber ich finde es tatsächlich sehr schwer zu werten. Also wo packt man jetzt hin? Ich finde schon, dass du recht hast, Sadi. Das ist so der, wenn man die drei jetzt wertet, 4, 5 und 6, dann ist der vierte schon der schwächere. Aber es ist halt wirklich schwer. Ja, mir fällt das auch nicht leicht, das zu sagen, weil ich würde auch sagen, mit dieser Staffelung von den Filmen ist es, glaube ich, auch bei mir von der Präferenz so. Mhm. Aber ich finde ihn in dieser Abgeschlossenheit auch einfach super rund. Ja. Aber ich gehe da, glaube ich, mit euch eher mit. Ich finde es fair, den auf den zweiten Platz zu packen. Ja, eine neue Hoffnung, ne? Genau. Ja. Gut, dann geht's direkt weiter mit Teil 5. Zurück. Hab ich nicht mehr geöffnet. Angst hatte, dass hier alles abstürzt, weil ich 1000 Sachen geöffnet hatte. Wird ja tatsächlich von ganz vielen als der beste Teil gewertet. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich so 6 halt besonders fand für mich. Aber ich kann das auch verstehen, dass man Teil 5 als Favorite hat. Aber tatsächlich in meiner Welt nehmen sich 5 und 6 nicht viel. Also ich finde 5 und 6 beide halt total cool und beide haben halt auch ihre eigenen Welten, die sie halt so erzählen, ihre eigene Dramaturgie und klar, was man jetzt auch hier sieht, die ganze Ausbildung von Luke und so, das ist schon sehr cool. Und diese ganzen anderen ikonischen Momente von Ich bin dein Vater und alles. Ja, Ich bin dein Vater, sehr gut. Da haben wir es. Das Legendärste von dem Ganzen. Aber für mich persönlich ist, glaube ich, Episode 6 noch stärker. Mhm. Auch einfach in dieser ganzen wegen dem Endkampf Wertschätzung. Einfach. Weil, ja, weil generell so viele Plotstränge, die in 5 aufgemacht werden, dort finde ich einfach fantastisch zu Ende geführt werden. Ja. Schreibt mal bitte rein, warum ihr findet, dass 5 stärker ist als 6. Das würde mich mal interessieren, was ihr so denkt. Wolkenstadt war schon weird. Weird finde ich nicht. Nee, ich fand das voll interessant eigentlich auch. Das war ja auch mit Lando Calrissian, ne? Ja, ja. Das ist auch sehr schön mit der Dynamik mit Han und generell ja auch, muss man sagen, auch von späteren Weitererzählungen einfach ein sehr interessanter Charakter. Mhm. Und auch schon da. Ich finde immer noch die Schlacht am Anfang von Episode 5 auf, wie ist der Planet nochmal, Hood. Ja. Genial. Ja. Auch die, weiß noch, dass ich auch auf diesem GameCube Star Wars Spiel so cool fand, damals mit den Fliegern dann diesen Kampf nachzuspielen, auch mit dem, dass die AT-ATs dann die Beine umgebunden bekommen und so, das ist schon cool. Mhm. Ich hatte auch selber damals einen aus Lego. Ja, was halt auch cool daran ist, ist, wie der sagte schon, der Titel Imperium schlägt zurück. Im Prinzip gewinnt ja im weitesten Sinne das Imperium in Teil 5. Das ist ja auch wieder das Coole, dass halt das Böse im Prinzip sich auf dem Vormarsch befindet, dass
Und natürlich wird es in Teil 6 halt, wie es ja auch irgendwo logisch ist, halt besiegt, ja. Und wir haben die ganze komische Luke und Leia Love Arc. Ja, ja. Das ist natürlich das Coole und da verstehe ich auch, dass halt, wenn das jetzt so auch vielleicht euer Punkt so ein bisschen sein sollte, das verstehe ich schon. Aber insgesamt die Sachen, die mir wirklich drakonisch in Erinnerung geblieben sind, wir können ja mal Teil 6 jetzt auch nochmal dazu mit behandeln, damit wir auch nicht für immer hier in dem Stream sitzen. Ja, es wird schon spät, ne? Ja. Morgen muss ich arbeiten. Es ist einfach, in Teil 6 sind halt viel mehr drakonische Momente und speziell der Endmoment halt mit einer der heftigsten und einfach der besten Momente im Star Wars, in der Star Wars Geschichte mit dem Imperator, mit Vader und Luke. Das ist einfach, das ist halt für mich Star Wars pur. Diese so, Dreier-Dynamik. Ja, wow. Auch die, generell auch, ich finde die ganze Location in dem Thronsaal. Ja, hammergeil. Das ist so schön und diese Vater-Sohn-Geschichte, wie Palpatine auf beide Einfluss nimmt. Dabei muss man ja noch sagen, eine fantastische Raumschlacht von sich geht. Ja. Der Supersternzerstörer ist auch noch da, sieht cool aus. Ist klar, es gibt Leute, die mögen die Ewoks nicht oder so, aber ich finde die eigentlich ganz cool. So. Ich verstehe das mit den Ewoks, das ist ja auch so ein bisschen... Ja, Sadi, du sagst das auch. Warum? Was ist das Problem mit Ewoks? Ja, es ist für viele ist das ja so ein bisschen die... Ist das der Jar Jar-Moment der originalen Trilogie? Und ich verstehe auch, ich finde auch teilweise, wie das denn alles aufgezogen wird mit die Ewoks besiegen jetzt die Sturmtruppler. Ja, Boba Fett stirbt. Sehr unspektakulär, aber sonst finde ich auch die ganze Sache mit Jar Jar's Palast und der Opfer. Du meinst nicht Jar Jar's Palast? Jar Jar's Palast. Ich sitze ein Mafia-Boss. Nee, Jabba's Palast, oh Gott. Wenn man zu oft, glaube ich, Jar Jar sagt, das Hirn auch selber ein bisschen breiig. Ja, das ist auch schon alles sehr cool. Also dementsprechend für mich dann persönlich sind wir uns da einig. Genau, Episode 6 einfach. Dann kann es ja eigentlich nur bedeuten, 6 ganz oben, unbegrenzte Macht und Imperium schlägt zurück auf die 2, oder? Ja. Kratzt aber schon natürlich sehr stark an unbegrenzte Macht, aber die kann sich erst, finde ich, wenn man Episode 6 dazu schaut, völlig entfalten. Ja. Ja. So kann man das machen. So kann man das machen. Dann haben wir das auch abgehandelt. Und was kommt denn als nächstes? Jetzt wird es interessant. Als nächstes kommt... Komm, jetzt machen wir erstmal das Buch von Boba Fett, weil Sadi spricht das schon an und das ist für mich halt auch die Fortsetzung. Es ist ein langsamer und qualvoller Tod. Und zwar auf vielen Ebenen, weil ich finde, diese Serie greift genau das auf, was das Problem mit Boba Fett in den Filmen war. Also Boba Fett, wie gesagt, wie mit Han Solo, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, einfach weil er diese schmutzige und weirde Seite von Star Wars aufgreift und man direkt Bock hat, ich will. Es ist so ein weites Universum, da muss so viel weirder Kram ablaufen, so viel kaputte Scheiße, ich will das sehen. Mhm. So, ich will nicht immer nur diese guten, gut-böse Helden, sondern ich möchte die dazwischen, die Söldner für Geld sind, die eigennützige, abwegige Interessen vertreten. Das möchte ich sehen. Und diese Serie macht das genau, wie es auch bei der originalen Trilogie war. Ich finde, sie hat am Anfang wirklich sehr interessante und sehr coole Folgen, damit das Boba Fett von den Tastenräubern, genau, ne? Den Tasten, ja, aufgenommen wird, erst als Sklave und sich dann nach und nach mit denen anfreundet und es dann wirklich auch interessantes Ding noch gibt mit diesem
Schmugglerzug, der durchfährt, die dann zum Spaß abknallen und er dann auch dieses Massaker mit aufnimmt und alles, was darauf dann folgt, wo man erst denkt, warte mal, es könnte interessant werden, absoluter Rotz. Absoluter Rotz. Also während man sagen kann, der Tod ist unspektakulär, aber er ist wenigstens, naja, er ist nicht wirklich schnell, weil er fällt ja dann in diesen, in, ich weiß nicht mehr, in diese Bestie, die jemanden 1000 Jahre lang verdaut. Genauso fühlt es sich an, diese Serie dann weiterzuschauen. Wirklich, also es ist alles, was danach kommt. Ich war schockiert darüber, wie scheiße es war. Wirklich, ich war schockiert. Also ich glaube... Wenn ich schon diese Meinung dazu sehe, war okay, tat nicht weh. Könnte, doch, es tat richtig doll weh. Also ich sehe es auch nicht ganz so dramatisch wie du. Ich fand die Serie auch echt nicht gut. Ich fand sie auch eher schlecht. Alles, was danach kam, wie du es auch beschrieben hast, den Anfang fand ich wirklich gut mit diesen Tastenräubern. Aber dann, ja, war schon schlecht. Aber ich habe es jetzt nicht so fürchterlich in Erinnerung. Also ich finde schon, dass auch, was danach kam, jetzt nicht vergleichbar wie mit Obi-Wan war. Ich fand Obi-Wan noch mal eine Stufe drunter. Für mich ist das... Für mich ist das wirklich aus demselben Holz geschnitzt. Das erzählt ja jetzt quasi die neue Republik, spielt in der neuen Republikzeit, wo dann... Diese Story hatte wirklich sich für mich zeitweise so angefühlt, wie würde ich mir ein Let's Play von einem Videospiel nur bestehend aus langweiligen Fahr von X nach Y und überzeuge Fraktionen, dir beizutreten, Quests bestehen. Ja. Aber komplett ohne Kommentare. Ich müsste das einfach, ich darf nicht selber partizipieren, sondern ich müsste da wirklich wie so ein regungsloser, dummer Disney-Konsument sitzen und mir das einfach nur anschauen. Das stimmt, und natürlich, Bolt Anakin, das ist die spannendste Folge Mandalorian. Das war natürlich auch mega lame. Das fand ich so frech. Das, stimmt, das war ja auch noch. Das fand ich so frech, wirklich. Was, wie wenig musst du an deine Serie glauben, dass du das machst, dass du das dann einfach nochmal als ein Vehikel nutzt, um den Leuten, während sie auf die nächste Staffel Mandalorian warten, nochmal eben was zu geben? Schwach, einfach nur so unfassbar schwach. Also für mich ist das wirklich direkt neben Obi-Wan die Shooter. Ja, wenn ich es jetzt zum Beispiel mit Solo oder so, Solo Star Wars Story vergleiche, dann hat es mir auch mehr wehgetan. Ich kann mich da auch anschließen, weil Jar Jar ist es halt nicht. Nee. Es ist halt nicht witzig, scheiße. Es hatte so diesen Like a Banter. Ja, das war witzig, scheiße. Meme hat es gespawnt und es gab die, die teilweise wirklich weirden Gangs mit diesen, ja, stimmt, Fliegewespe. Aber für mich ist es trotzdem kein Jar Jar, weil es halt... Ja, aber es hat halt doch, jetzt wo du sagst, wo du die beiden Sachen sagst, ist es eher auf Jar Jar Niveau. Weil, also einmal sehe ich halt tatsächlich Obi-Wan noch schwächer. Und es hatte ja wirklich was Gutes mit dieser Vorerzählung. Das war jetzt kein kleiner Teil, das war schon zwei Folgen oder so, ne, wo dir was halt erzählt wurde. Also ich bin da bei Jar Jar. Wie seht ihr das? Eher Jar Jar oder eher Ichuta? Schreibt es mal rein. Dann könnt ihr das mal entscheiden hier. Ja, etwas stärker als Obi-Wan oder genauso schlimm? Genauso, ja. Na gut. Dann, ich glaube... Okay. Ja, danke, okay. Schön, Leute. Na gut. Dann kommt als nächstes The Mandalorian, die jetzt am meisten von den Live-Action-Serien, die rausgekommen sind, auch Staffeln hat.
Und was ja auch, glaube ich, so der Beginn von dem Serienmarathon war, den Disney jetzt rausgebracht hat. Und auch, finde ich, ein echt gelungener Beginn. Also ich weiß noch, wir haben die auch zusammen geguckt, genauso wie Boba Fett und wie Obi-Wan. Ich weiß noch, dass wir sehr angetan erstmal davon waren, dass wir das echt sehr spannend fanden, weil es halt so eine ganz neue Art und Weise im Star Wars-Universum von Geschichten erzählen war zu dem Zeitpunkt, ja. Weil man einfach diese kleinen Side-Quests sozusagen hatte, die halt Mando da erlebt und die einfach bestimmte Welten nochmal interessant halt erzählt haben oder einfach so kleine Geschichten halt erzählt haben in diesem Universum, was halt bis dahin so ein bisschen gefehlt hat irgendwo, fand ich. Das fand ich halt richtig cool. Und dann hatte das ja, das ist ja auch interessant, dass es diese Art und Weise, Geschichten zu erzählen von Serien mehrere gibt, also dass es oftmals so anfängt, war ja jetzt auch bei anderen Star Wars-Serien so, dass es halt mit diesen kleinen Quest sozusagen anfängt und dann gibt es aber eine größere Handlung auf einmal, die sich dann so entspinnt. Und ja, ich finde echt eine gute Serie, aber jetzt halt auch nicht so mega durchschlagend. Also es wird ja schon teilweise echt gehypt und ich finde, es hat auch einige echt coole Charaktere auch zum Beispiel hervorgebracht. Mando selbst, hier der Gustavo Fring Bösewicht. Natürlich Baby Yoda ist natürlich so Fanservice und irgendwie so berechnend, dass das halt funktioniert so, einfach dass man halt das gut als Plüschtür verkaufen kann, aber natürlich Bolt Anakin ist viel schlechter als Endor, man kann es jetzt schwer vergleichen, weil es ganz anders ist und gar nicht, man das nicht vergleichen kann im Prinzip, aber natürlich hat dann Mandalorian uns auch schlechter gefallen. Ja, ich würde sagen, das ist, glaube ich, von den Serien, diese, wo man auch am ehesten sagen kann, wenn du die so durchschaust, dann merkst du auch, die war halt schon safe als gut und sehr sicher angedacht. Ja. Weil es jetzt auch keine Serie, die sich irgendwie massiv viel traut. Ich finde noch die erste Staffel, glaube ich, noch am mutigsten, weil es teilweise sehr stark in so eine Western-Richtung ging. Was da noch was sehr Frisches reingebracht hat. Auch wie du es schon gesagt hast, so die Schauspieler, die man auch gewählt hat, recht interessant, dass man einmal den von Gustavo Fring genommen hat, ja. Werner Herzog auch eine Rolle gespielt. Wirklich recht interessant und da hatte ich auch das Gefühl, in der ersten Staffel noch mehr Fokus auf so diese durchgängige Geschichte rund um Grogu. Und auch noch nicht so humoristisch wie später. Es war alles noch ein bisschen trockener. Aber im Großen und Ganzen auch eine Serie, die mir sehr gut gefallen hat und die ich würde ich so sagen, auf jeden Fall oberer Durchschnitt im Großen und Ganzen. Gerade zum Ende hin, auch wenn ich eigentlich ein großer, großer Fan von diesem Episodenartigen war, weil es eben so viel Einblick in verschiedene Sachen gegeben hat und ich das auch mag, ist ja so ein bisschen wie eigentlich mit so beispielsweise einem Shonen-Anime oder so. Du hast immer dieses, man lernt diese ganze Welt immer kennen und du hast halt mal ein besseres, mal ein schlechteres Abenteuer und ich habe gerade bei Mando auch so das Gefühl gehabt, dass es dann teilweise später gerade dann auch so Episoden gab, die wirklich komplett reingewürfelt gewirkt haben und auch einfach nicht wirklich gut auserzählt waren. So. Ja. Und ich hatte auch das Gefühl, für das, was die Serie dann wirklich war, war es mir teilweise ein bisschen zu overhyped. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber ich sehe es halt, ja, wir können auch nochmal umbenennen. Also vielleicht können wir Lass den Wookie gewinnen in Das ist der Weg umbenennen. Dann haben wir nicht zweimal Wookie-Sachen. Ja, mir fällt es aber auch schon schwer, weil meiner Meinung nach hat das schon von dem, was du mir jetzt auch gezeigt hast, eine deutlich, deutlich konsistentere Qualität als Clone Wars. Ja, das stimmt, aber das ist natürlich, man kann das halt auch nicht zu 100% vergleichen. Es geht ja um alles Mögliche bei unserer Wertung, ne? Von halt Gefühl zu den Dingen, von was es dann auch für eine Rolle halt für Star Wars gespielt hat und so weiter. Clone Wars ist halt schon eine sehr wichtige Serie. Wir können natürlich auch nochmal was einfügen, ja, eine neue Kategorie. Ja, ich würde es natürlich jetzt nicht auf eine Ebene mit
eine neue Hoffnung, das Imperium schlägt zurück. Nein, deswegen. Also ich finde, Mandalorian ja, passt schon da fair. Gut. Ja, okay. Ja. Wir wollen ja auch jetzt nicht um fast 10 Uhr nochmal alles umschmeißen. Richtig. So, aber auch eine Serie, wo da, das ist halt positiv einfach. Eine positive Sache von Disney gewesen. So kann man es, denke ich, gut abschließen. Und dann kommen wir nochmal zur Neuen Republik. Und zwar mit Ahsoka. So. Weil die haben ja jetzt hier dieses Mandoverse halt sehr stark erzählt. Und eine Serie, die ich auch halt interessant fand von der Ausgangsprämisse. Jetzt halt nicht mega hype darauf war oder so, aber auch interessant fand. Und tja, was soll man zu der Serie sagen? Also im weitesten Sinne nicht schlecht, würde ich sagen. Es ist auf jeden Fall nicht schlecht gewesen. Ja. Es hatte halt nicht diese total Verluste sozusagen wie bei Obi-Wan oder es gab halt so ein paar weirde Sachen, aber Höhen und Tiefen kann man ganz gut beschreiben und es war auch nochmal dann cool, zum Beispiel aus Rebels halt, die für mich dann die Charaktere halt nochmal in Live-Action auch zu sehen. Das ist halt auch eine schöne Sache gewesen. Das haben sie auch sehr gut getroffen. Da sieht man ja auch nochmal die ganzen Spots, die auch in Rebels halt eine Rolle spielen. Das ist speziell, wenn man das geguckt hat, nochmal richtig cool gewesen. Aber es hat halt einfach nicht die Tiefe, die man sich davon erhofft hat. Und es war halt schon eher oberflächlich und teilweise auch irgendwo ein bisschen belanglos. Ja, ich glaube, ich kann ganz gut da drauf schauen, da mich das nicht interessiert hat. Und für mich hat das dadurch so ein bisschen den Charakter von, da ich jetzt wirklich nicht viel mit Marvel am Hut habe, ich schaue mir jetzt auf Empfehlung von wem oder gezwungenermaßen mit wem, der gerne Marvel-Filme schaut, dann irgendeinen an. Und ja. Es hat schon so ein bisschen den Charakter. Wir haben die zusammen geguckt, die Serie. Was? Wir haben die zusammen geguckt. Ja, genau. Ja, wir haben die zusammen geschaut. Ich habe dich gezwungen. Das weiß ich damit nicht. Ja, vielleicht ein bisschen. Und es hat dann schon so ein bisschen diesen Charakter von, okay, ich habe jetzt schon so ein bisschen Probleme damit, jetzt in so ein Cinematic Universe einzutauchen mit Charakteren, die ich da nicht super interessant fand und teilweise auch schon ein bisschen schwach geschrieben. Und dafür soll ich mir jetzt noch eine mittelmäßige Animationsserie anschauen? Weiß ich nicht. Und bei der Serie selber war dann, glaube ich, das, was mich am meisten interessiert hat, diese Idee von, man geht wirklich an den äußersten Rand der bekannten Galaxie, wenn nicht sogar darüber hinaus, und man widmet sich jetzt wirklich diesen tiefsten Mysterien der Macht. Das fand ich, glaube ich, wirklich sehr, sehr interessant dann. Ja. Und mit sowas catcht man mich. Aber ich hatte dann auch das Gefühl, mit der ganzen Umsetzung am Ende dann und dieses ganze Mysterium, was dann auch noch um diese Überreste des Imperiums aufgebaut wird, das ist alles so cool und das war dann am Ende auch so, ja, einfach antiklimatisch, einfach so. Es hat halt große Fragen aufgeworfen und hat das halt nicht geschafft, das wirklich zu erzählen oder irgendwie rüberzubringen auf dem Bildschirm. Ja. Und wenn du dann halt nicht nur eine Verbindung zu den Charakteren hattest, wie du das auch schon gesagt hast, dann ist es sehr, sehr mittelmäßig. Und auch wenn du eine Verbindung zu den Charakteren hast, ist es halt immer noch mittelmäßig, aber du hast halt immer noch diesen Kick, dass du halt so denkst, ja, cool, so, ne? Ja, dadurch fühlt sich das schon wieder leicht wie so ein, sagen wir mal, ordentlicher Filler an. Ja, so kann man das, finde ich, auch nennen. Ich finde, das passt halt sehr gut in dieses, also auf jeden Fall untere Mittelfeld eher, auf jeden Fall natürlich unter Mandalorian und dann halt eher in diesem Bereich von Chewbacca. Ja, und Sully, das war natürlich sehr traurig, weil ich ihn cool. Wirklich so bei weitem am interessantesten fand. Und ich weiß noch, dass das mir dann auch einen richtigen Dämpfer, auch den Charakter, den er dargestellt hat, gegeben hat, weil ich es wirklich interessant fand, diese ganze Idee von,
Die beiden im Duo, ich fand sie eigentlich auch recht gut gespielt, seine Schülerin, bringen nochmal eine ganz interessante Dynamik mit eigenen Plänen ein und du fragst dich die ganze Zeit, was kommt dabei rum? Ich weiß noch, als dann er es dann so vorbei war mit dem Charakter und ich dann auch so erfahren habe, okay, der Schauspieler ist tot, dass ich dann einfach wirklich nur so mit dachte, boah, und dann warst du halt noch für ein paar Folgen auf diesem Planeten gefangen und dann kamen diese ganzen komischen Viecher noch mit rein, wo hier dieser eine Charakter, den du auch kanntest, mit denen zusammengelebt hat, wo du dich so gefreut hast, den zu sehen. Einfach, ja, habe ich mich auch sehr gestrandet auf diesem Planeten gefühlt. Aber dann gehst du mit, Chewbacca. Passt, Ja. denke ich, ganz gut neben Solo. Absolut. Einfach Mittelmaß. Okay, dann bevor wir zu der neuesten Trilogie kommen, haben wir noch eine Sache Resistance. vorher, was auch Und immer das ist. ja, das ist auch eine Animationsserie und die habe ich einfach mit reingenommen, der Vollständigkeit halber. Die spielt jetzt offensichtlich im Zeitalter der neuen Ordnung und ich dachte, ich nehme die halt mal mit rein und frag mal, was ihr davon haltet, ob irgendwer von euch die kennt, weil das ist halt so die Animationsserie, die ich nicht geguckt habe, weil die halt sehr, sehr unterdurchschnittlich sein soll. Und mir hat auch der Stil halt überhaupt nicht gefallen, muss ich sagen. Sieht sehr sparsam aus. Also wenn irgendwer Star Wars Resistance von den noch verbliebenen 10 Ultras hier gehört haben sollte, dann schreibt das auf jeden Fall mal rein, was ihr davon haltet. Das dachte ich so, als dass es einfach Community bewerten kann. Ja, und ich glaube, ja, es dreht sich halt eben, ich weiß noch nicht mal, worum es sich wirklich dreht, aber halt offensichtlich aus so eher so von so Piloten halt. Von so Piloten der Republik oder der neuen Rebellen dann wieder. Naja. Und ja, das Einzige, was man irgendwie kennt, ist dieser Ball. Dieser Ach, Druidenball, der. stimmt. Das ist ja aus den aus der neuen Trilogie, ne? Ja. Auch ähnlich wie R2-D2, Grogu und so. Ja, dann. Charakter, der eingeführt wurde, um ihn später als Spielzeug zu verkaufen. Wenn jetzt halt niemand was dazu sagen kann, dann bewerten wir es einfach nicht. Und lassen es einfach raus. Und kommen zu der neuen Trilogie. Und ja, bei der neuen Trilogie, da weiß ich gar nicht, ob sich die Geister da überhaupt scheiden. Das ist jetzt das Witzige, das sind die von den drei Filmen. Du hast alle drei gesehen, Ich ne? habe alle drei gesehen, Genau, und ja. das ist der Moment, den ich angesprochen habe. Ich habe nämlich nur den ersten gesehen. Das ist das Einzige, was du gesehen hast und was ich nicht gesehen habe. Ich habe den ersten Teil, den Teil 7, im Kino gesehen mit meinem Bruder zusammen. Sind wir extra dafür nach Holland gefahren. Um den direkt So, zu sehen. genau, so ein bisschen Klassiker, dass man es halt irgendwie früher sieht als die anderen und dann halt auch in so einem besonderen Kino und so. Und ich war halt so enttäuscht, weil das halt einfach nur eine Nostalgie-Nacherzählung auch ja komplett von der Handlung, vom Ablauf und der Handlung her war wie davor. Und dann habe ich mir ganz klar gesagt, so, ich gucke mir jetzt einfach an, wie so die groben Bewertungen und Einschätzungen von dem, was ist danach kommt. Und wenn das halt nicht irgendwie auf einmal voll der durchschlagende Erfolg ist und mega krass ist, dann tue ich mir das einfach nicht an. Weil für mich hat das dann halt einfach so, ist das halt eine Erzählung und das hat das einfach, für mich macht das einfach dann nur kaputt. Ja, Das ist auch der also. gleiche Grund, warum ich mir jetzt Acolyte nicht angucke. Ja, also ich weiß noch, dass ich echt schockiert war, als ich den Trailer gesehen hatte, dass ein neuer Star Wars-Film herauskommen soll. Das war für mich wirklich absolut unfassbar und ich bin auch recht zeitnah natürlich dann bei 7 ins Kino gegangen, aber eben ein deutsches. Und ich ging eigentlich recht ähnlich daraus. Also ich hatte das Gefühl, es war wirklich sehr ordentlich produziert. Ja. Aber im weitesten Sinne ja, ist es eigentlich eine Mischung aus Aufgreifen der alten Charaktere und eine Übernahme eben des Haupthandlungsstrangs des vierten Films. Ja. Und
Nur, dass ich halt viele Sachen auch viel unplausibler fand. Also was ich halt einfach sehr bescheuert finde, ist eben die Idee, die erste Ordnung dann als den großen Gegenspieler zu machen, weil das einfach super langweilig ist und noch viel schlechter erzählt als das Imperium. Also das muss man ja auch nochmal sagen, das Imperium in Star Wars ist schon bis jetzt auf Additionen, die wir dann durch Andor und so haben, auch einfach natürlich sehr eindimensional und schlecht ausgearbeitet und sehr platt dargestellt, aber mit der ersten Ordnung, es gibt halt keine gute Erklärung, warum das eigentlich wieder so aufgetaucht ist. Und das sind ja jetzt eigentlich die Scherben, die dann die diversen Star Wars-Serien versuchen irgendwie aufzufegen und daraus dann ein sinnvolles Narrativ zu machen, weil man ja schon dran festhält, weil es sind ja einige der teuersten Filme aller Zeiten, diese drei Filme. Und ich würde aber sagen, glaube ich, dachte mir noch mit diesem ersten Film, für mich ist das nichts, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die jetzt vielleicht wie bei dem ersten Film da ins Kino gehen und für die das ein Start in Star Wars sein kann. Und ich lasse mich mal überraschen, was daraus wird, auch wenn es jetzt nicht meins war, weil das war jetzt auch kein Charakter, der wirklich mir so im Gedächtnis geblieben ist, den ich super interessant fand oder der, wo ich so war, wow, okay, das ist super cool, ich weiß gar nicht mehr, ich kann mich auch bis auf Rey nicht wirklich an die Namen erinnern. Also ich muss sagen, dass ich Adam Driver sehr cool finde. Er ist auch ein sehr gut ausschauender Mann, so, und ich mag ihn eigentlich auch sonst in den anderen, in anderen Filmen sehr gerne, also House of Gucci oder White Noise war, glaube ich, noch ein anderer, den ich zuletzt gesehen habe, den ich recht gut fand. Und ich fand auch, dass er da recht gut drin gespielt hat. Aber sonst, ich weiß gar nicht mehr, der Sturmtruppler, wie sein Name war. Kann ich nicht Der sagen. die ganze Zeit in dieser romantischen Spannung mit Rey drin ist, aber wo dann nichts bei rumkommt. Das kommt später, Nightmare. Das fand ich noch ganz interessant, aber also nicht diese Romanze, sondern dass er dann eben ausgeschiedener Sturmtruppler ist. Ja, der Pilot stimmt. Wie heißt er nochmal? Poe? Poe Dameron, glaube ich. Das war auch nett, aber es war jetzt nichts, was mir gleichermaßen in Erinnerung geblieben ist. Und gerade wie dann die Finn. Charaktere ja, genau, Finn. Wie dann die Charaktere verarbeitet wurden, vor allem Han Solo. Und später dann, da kommen wir jetzt zu Luke Skywalker, fand ich teilweise auch sehr frech. Dementsprechend für mich so ein. Dann machen wir noch schnell 8 und 9 hinterher, dann kannst du gut alles drei zusammen Ah ja, bewerten. das können wir auch so machen. Dann 8. 8 habe ich dann tatsächlich auch nicht mehr im Kino gesehen, sondern ich glaube. Nee, doch, 8 habe ich auch noch. 8 habe ich auch noch im Kino. Nee, ich habe alle drei tatsächlich im Kino gesehen. Und 8 hat dann ja auch wieder so versucht, ein klassischer Mittelfilm zu sein und neue Plotpunkte aufgemacht, die dann im 9. Film wieder zusammengewoben werden sollten. Hier eben vor allem im Fokus dann die ganze Geschichte rund um den späten Luke Skywalker, der dann nicht damit leben kann, dass er eigentlich, da habe ich leider auch den Namen vergessen, den von Adam Driver gespielten Hauptbösewicht ja im Endeffekt ausgebildet hat und damit jetzt auch dafür verantwortlich ist, fand ich echt furchtbar, diesen Film. Es gibt genau zwei Sachen, die ich eigentlich daran interessant fand, und das war einmal Teile tatsächlich von Luke's Storyline mit seinem ja, eigentlich so diesem Stranden auf der Insel und diesem Hin- und Hergerissen sein zwischen Brechen mit dem Dogma der Jedis und absolut orthodoxem Beibehalten. Da gab es interessante Elemente, und das andere, was ich cool fand, war diese Szene in der Raumschlacht, wo mit Sprung in Lichtgeschwindigkeit dann in den Sternzerstörer reingeschossen wird, was wirklich auch im Kino, deswegen kam ich nämlich drauf, dass ich ihn doch im Kino gesehen habe,
eine wirklich sehr, sehr beeindruckende Szene war, wo ich mir dachte, wow, okay, da haben die jetzt mal die Millionen gut in CGI investiert. Alles andere absoluter Scheiß. Also auch diese ganze, da gibt es halt noch so eine Storyline, wo man irgendwie in so ein Space Las Vegas, oder ich glaube, es ist mehr so Space Casino von Monte Carlo, mit irgendwie tatsächlich so einem Arbeitskonflikt, der da aufgemacht wird, der aber auch nicht richtig auserzählt wird, wo es dann auch nochmal so ein bisschen um Waffenhändler geht, wo man so ein bisschen dachte, okay, das könnte interessant werden. Größtenteils aber ziemliche Scheiße und hat mich auch deutlich enttäuscht dann nochmal als der Teil 7 zurückgelassen. Und Snoke war doch auch irgendwie dieser Bösewicht, der da aufgebaut wurde und der dann halt einfach nur so gekillt wurde wieder so. Ja. Also der sieht halt cool aus irgendwie, aber der war einfach nur so... Ich glaube, das war ein Klon oder eine Puppe mit über die... Weil ja, jetzt kommen wir dazu, Imperator Palpatine lebt, gesteuert wurde. Und das weiß ich noch, dass ich eigentlich den Film, glaube ich, tatsächlich gar keine Ambition mehr hatte, den zu schauen. Also dachte ja, vielleicht irgendwie an einem verkaterten Morgen, um mich selber weiterzuquälen, nachdem ich meinen Körper schon massiv vergiftet habe, will ich mir jetzt auch noch betäubt durch eine Ibo 800 dann das anschauen. Aber ich wurde dann von einem Freund, der große Ambitionen hatte, diesen Film dann doch noch zu sehen, um ja dabei gewesen zu sein, die Passion abzuschließen der Selbstgeißelung, mir dann gesagt hat, er lädt mich dann ein da drauf und zahlt auch das Popcorn. Und dann dachte ich mir, na gut, dann mache ich das jetzt noch einmal mit. Und dann habe ich ihn mir, oh, da sehen wir, das ist ein schöner Mann, dann habe ich mir den noch angeschaut und ich muss sagen, dass ich mich tatsächlich an fast nichts, bis auf diese ganze Endgeschichte rund um diese noch größere Weltraum-Endschlacht auf dem Planeten, wo Palpatine in irgendeiner Höhle haust, erinnern kann. Ach ja, genau, C-3POs, Erinnerungen werden gelöscht, aber sind dann irgendwie doch auch wieder da, weil niemand darf sterben und es darf nichts Böses passieren. Ja, und es braucht für alles nochmal, im Endeffekt war es einfach der Versuch, wieder alles noch einmal größer, noch einmal besser zu machen. Die Sachen von vor, die dürfen nicht gelten. Wir machen jetzt wirklich die absolute Schleife rum. Das war halt scheiße. Also, was soll ich dazu sagen? Es war halt genau tausende Sternzerstörer werden aus dem Grab gehoben. Und das war halt echt ein Film, da wäre ich auch okay gewesen, wenn ich dabei, weiß nicht, ein bisschen Handyspiele im Kino gespielt hätte, wenn es nicht andere Leute gestört hätte und ich nicht, meine Mama mich nicht gut erzogen hätte. Aber ja, also da bin ich halt echt rausgegangen, dass während, wie gesagt, 7, ich kann verstehen, der hat super viel Hate abbekommen, aber ich finde tatsächlich, wenn man ohne jetzt dieses Tiefe in Star Wars drin sein, als jemand, der neu da reinstartet, sich das anguckt, der wird vielleicht echt sagen, es ist ein solider Film. Vielleicht catcht mich das sogar so, wie das dargestellt wird, auch mit den Welten, kriege ich so ein bisschen von dieser Magie ab und mich interessiert das. Ja. Während der davor dann einfach wirklich wie die richtig schlechten Cinematic Universe Marvel-Filme waren, hat mich 9 dann einfach, war für mich einfach nur noch so ein, ja, wie so ein unangenehmes Geräusch im Ohr. Also man kann eigentlich wirklich sagen, so 7 war halt, wenn danach noch was Vernünftiges gekommen wäre, halt voll noch im Rahmen des Okayen gewesen, von so einfach so, ja, wir machen halt so ein Nostalgie-Ding, erzählen dann aber irgendwas Spannendes danach oder so. Aber das war ja, was 8 und 9 dann gemacht hat, alles, was ich darüber halt dann Sekundärquelle und so weiter verfolgt habe, einfach eine Beleidigung für Star Wars und einfach nur Big Boom Boom und wir haben halt irgendwie nette Bilder. Ja, die Bilder sind teilweise, also ich glaube, da war aber auch noch 8 der schönere Film. Also wenn man sagt, ich gucke mir das einfach nur für die Bilder an, es gibt einige sehr tolle Bilder in Episode 8, aber ja, bei 9, wie gesagt, ist mein Gedächtnis auch am löchrigsten, weil es mir am wenigsten Freude gemacht hat. Okay, was kam als erstes? Das Erwachen der Macht?
Anakin Skywalker. Ich glaube, dass der... Da sieht man schon alles, wenn man noch nicht mal einordnen also, kann. Also ich glaube, das Erwachen der Macht ist Episode 7, der Aufstieg Skywalkers dürfte die 8 sein und die letzten Jedi dürfte 9 sein. Aber Dann würde ich halt dazu tendieren, den auf Jar Jar und die anderen beiden auf Echuta oder den zumindest dann auf Chewbacca und die anderen beiden auf Echuta. Ja, genau. Also ich würde... Ich würde tatsächlich auch sagen, dass für mich, wie gesagt, Teil 7, ich kann verstehen, die haben halt einfach diesen unfassbaren Hass, weil für mich haben sie eben auch diese ganze Disney-Welle losgetreten. Ich würde sagen, Chewbacca darf gerne, die 7 darf gerne auf Chewbacca, weil wie gesagt, das kann man vielleicht noch in sich kann gucken. Ich verstehen. Episode 8 würde ich auf Jar Jar packen, weil es da auch einige lustige Trash-Momente gibt und es halt auch so ein bisschen rausgelöst ist. Und 9 ganz... Sadi, wie kannst du denn sagen, dass Episode 9, das war für mich so der größte Scheiß mit diesem Palpatine lebt noch und diesem wir machen jetzt eine noch größere Endschlacht und... Ach, nee, sorry. Gehe ich nicht mit. Ich mache das so, wie du das sagst, weil, wie gesagt, danke. Da bin ich raus gewesen, ich denke, aus guten Gründen. Und ich habe nichts verpasst, denke ich. Ich habe dann die richtige Entscheidung getroffen, einfach, weil für mich hat das halt Star Wars mehr konserviert, einfach, muss ich sagen. Naja, du hast dafür irgendwie 20 Stunden Clone Wars Trash teilweise geschaut. Ja, aber hey, halt oft, es lohnt sich halt auch im Vergleich. So, ich würde halt sagen, Clone Wars ist halt objektiv besser als halt alles als die drei Filme zusammen. Wie gesagt, ich habe schon echt Schlimmes gesehen, was du mir da gezeigt hast. Ich wäre okay damit für das, was an Geld da reingeflossen ist, da kann man das vielleicht sagen. Ja, Clone Wars war geil. Hier, Benny sagt's. So, jetzt haben wir einmal quasi den offiziellen Kanon von dem, was so existiert, durch. Aber es gibt noch 4 Sachen, die da so ein bisschen rausfallen, die nicht eine offizielle Zeitangabe haben. Und jetzt wird es nochmal zum Abschluss nochmal teilweise speziell und interessant. Ich würde sagen, wir machen das Holiday Special ganz zum Schluss, weil ich meine auch, dass das storytechnisch tatsächlich das Ende darstellt. Wenn ich mich noch an den Kanon erinnere. Dann fangen wir doch mal mit Visions an, oder? Wir machen zuerst hier das, guck mal hier, Geschichten der Jedi. Das können wir mal zuerst machen. Genau, weil das ist eine ziemlich nette Sache, finde ich. Einer der Wins jetzt von der ganzen Disney-Geschichte, dass es nochmal so kleinere Serien gab. Und da ist auf der einen Seite hier Geschichten der Jedi, was auch eine Animationsserie ist und einfach 2 Geschichten, einmal von Ahsoka und einmal von dem Count Dooku erzählt. Und dem Ganzen halt nochmal so ein bisschen mehr Tiefe gibt. Auch was wir zusammen gesehen haben und speziell Geschichten der Jedi fand ich richtig cool. Also die Doku-Geschichte nochmal deutlich stärker als die Ahsoka, aber beide richtig cool. Und eine total nice Idee, einfach über ganz kurze Folgen, das sind immer so 10, 15 Minuten Folgen nur gewesen, aber so einzelnen Charakteren einfach nochmal so eine mehr Tiefe zu geben. Und das ist speziell beim Count halt richtig geil gelungen, finde ich, weil das ein super spannender Charakter ist. Und das hat er tatsächlich echt verdient, dann nochmal so eine Vertiefung zu bekommen. Und das ist auch gelungen. Ja, ich glaube auch, also tatsächlich die Ahsoka-Storyline fand ich einfach sehr mittelmäßig so. Bei der Count Dooku-Story, das ist, glaube ich, auch das, was mir von all diesen kleinen Animationssachen? Genau, Animationssachen am stärksten im Gedächtnis geblieben ist, weil es einmal jetzt längenmäßig nicht irgendwie absolut herausragend ist, aber es einmal diesem Charakter und auch den Separatisten damit nochmal ein bisschen mehr Tiefgang verliehen hat. Und ich finde vor allem bei ihm die letzte Folge, ja genau, Count bedeutet Graf auf Deutsch, Sadi, die letzte Folge, wo man Coruscant in diesem Zwielicht zwischen Tag und Nacht sieht und er eigentlich sein
Weg und sein Wechsel zur dunklen Seite macht. So diese endgültige Entscheidung. Wunderschön gemacht. Also da würde ich auch wirklich meine Hand für ins Feuer legen. Das ist ein großer Star-Wars-Moment gewesen. Wirklich sehr, sehr toll, weil es auch nochmal perfekt eben das aufgreift, was in diesen großen Mythos-Geschichten von dunkler Seite der Macht, Jedi, Sith, Gut und Böse, perfekt in diesem Wechselmoment aufgreift, wo auch eigentlich die Emotionalität davon am stärksten ist. Und ich glaube, alleine wegen dieser Folge würde ich es höher werten. Ja, und also da, das ist ja wirklich mal ganz, da würde ich auch sagen, das kann man auch auf Möge die Macht mit dir sein packen. Und zwar, weil es einfach, damit kann man einfach, also meiner Meinung nach, gar nichts falsch machen. Es ist halt einfach sehr kurzweilig und eine gute Sache. So. Hm. Und nochmal viel klarer auch als jetzt bei zum Beispiel Rebels oder Bad Batch oder Clone Wars, ja, ja, wo du halt immer diese Niederschläge nochmal hast. Und das ist da jetzt einfach gar nicht der Fall gewesen. Und dann hatten wir jetzt noch vor kurzem erst, das ist auch noch nicht lange erschienen, das haben wir auch noch zusammengeguckt, das war das Letzte, was wir jetzt zusammengeguckt hatten, dann sozusagen den Pardon, das Pardon dazu mit Geschichten des Imperiums. Generell, ich bin voll Fan von diesem Konzept, aber ich fand Geschichten des Imperiums dann doch schwächer, auf jeden Fall schwächer als Geschichten der Jedi, aber das liegt halt, glaube ich, eher daran, was die halt für Charaktere und für Geschichten dann genommen haben. Das war jetzt nicht voll scheiße oder so, aber ja, jetzt ist es einmal hier die Nachtschwester, die erzählt wird, und dann, das sieht man wahrscheinlich gleich auch, diese Ex-Jedi, die dann zu einer Inquisitorin wird. Und ach ja. Beides jetzt auch nicht uninteressant, beides auch, sag ich mal, Sachen, die es auch lohnt, sich weiter zu beleuchten und so, aber ich finde, es konnte nicht mithalten mit den Geschichten der Jedi. Ich fand es einfach überhaupt nicht herausragend. Also einfach total von Mittelmaß zu unterem Mittelmaß storyline-technisch. Ja. Ja, würde ich auch sagen, es hat eine komische Wahl, die beiden Charaktere zu nehmen. Es gibt viel interessantere Charaktere und ja, ich hoffe natürlich immer noch auf eine Geschichten der Sith und dann für interessante Charaktere. Aber ich würde so sagen, irgendwo, ja, ich glaube schon eher Chewbacca. Ja. 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 Okay, dann kommen wir jetzt noch was zu wirklich Abgespaceden. Und zwar kommen wir zu Vision. Visions. Und das war so der Versuch, mal so ganz auszubrechen. Da gibt es jetzt zwei Episoden von, die halt überhaupt nichts mit der realen Geschichte zu tun haben, sondern einfach, ja, eigentlich, wie das im Titel schon sagt, halt so die Visuals mit einzufangen und dann halt einfach in so voneinander unabhängigen Kurzgeschichten ganz unterschiedliche Sachen zu erzählen. Sehr viel mit so einem japanischen Stilfokus. Ich glaube, es war tatsächlich rein von japanischen Regisseuren gemacht. Ich meine es, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie die da gesagt haben, halt, ah, okay, from across the globe. Aber ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, dass es sehr stark einen japanischen Fokus hatte. Ich glaube, es waren ja sogar so große Sachen wie Studio Trigger und so dabei. Mhm. Und es war sehr durchwachsen, würde ich sagen. Sowohl storyline-technisch als auch von der Animation, von wirklich animationstechnisch wunderschön und storyline-technisch sehr, sehr interessant zu, musste das jetzt sein. Wie heißt nochmal dieses Pardon dazu, was jetzt nichts mit Star Wars zu tun hat, das auch das gleiche Konzept ist? Love, Death, Robots? Ja, genau, Love, Death, Robots, was einfach, was ich uneingeschränkt empfehlen würde, was richtig cool ist, was einfach das gleiche Konzept ist, nur außerhalb von Star Wars so. Und da waren halt echt geniale Sachen dabei. Und wenn man das vergleicht mit dem, ist das halt einfach nicht gut. So, es ist halt einfach insgesamt nicht gut. Und ich meine sogar, dass es so war, dass ich Staffel 1 im Gegensatz zu Dear Bald Anakist
deutlich schlechter nochmal als Staffel 2 fand. Ich finde jetzt die 2, glaube ich, besser, weil es... ich könnte das nicht auseinanderhalten. Weil es auch ein bisschen unterschiedlicher war von dem, was da so passiert ist. Aber insgesamt sehr mittelmäßig, ist meiner Meinung nach nichts, was man sich unbedingt geben muss, leider. Also an und für sich ist es ja ein interessantes Konzept und finde ich auch... Ich würde es tatsächlich empfehlen, und zwar, weil man ja einfach bei IMDb sich anschaut, welche Folgen sehr, sehr gut bewertet waren. Und da waren teilweise schon einfach super schöne Animationen und teilweise richtig interessante Storylines bei. Mhm. Aber es waren halt auch wirklich Sachen, wie gesagt, wo so ein bisschen auf einem komprimierten Raum das, was du mir mit Clone Wars Interessantes gezeigt oder halt angetan hast. Okay, darauf kann ich mich auf jeden Fall einigen. So, das habe ich, glaube ich, dann einfach, weil ich es tatsächlich zum größeren Teil nicht so gut fand. Ja, ich fand es auch auf jeden Fall größtenteils nicht so gut. Oder? Aber so kann man das, denke ich, machen. Also guckt euch einfach auf IMDb an, welche Folgen gut bewertet sind und gönnt euch die dann, die gut bewerten, und lasst den Rest raus, weil den Rest muss man auch nicht sehen. Insgesamt würde ich tatsächlich zu Chukaka neigen, weil das einfach zu viel, zu wenig Rosinen in zu viel Schlechten war. Okay, mit. Gut. Und dann haben wir jetzt noch eine Sache, und zwar, das habe ich jetzt nur beispielhaft genommen, dieses Bild, also dieses Holiday Special, und zwar, weil wir absolute Star Wars Nerds sind, haben wir einfach die ganze Zeit durchgeguckt, was es alles so von Star Wars jetzt bei Disney und so gibt, und sind dann gestoßen auf unzählige Star Wars Lego Filme. Es gibt so viele, also wirklich irgendwie so 10 Stück oder keine Ahnung, und haben dann da halt immer so aus Joke halt, wenn man halt irgendwie gerade einen Film geguckt hat, dann noch so, bevor man pennen geht, irgendwie nochmal so 20 Minuten nochmal reingucken. Und tatsächlich, also da ist halt, also es hat halt echt was, weil das ist so super selbstironisch, und es hat und es nimmt dann halt immer diese ganzen, also Star Wars ist ja voll von diesen ganzen Momenten, die halt jeder kennt. Also selbst wenn man Star Wars nicht gesehen hat, kennt halt jeder, Luke, ich bin dein Vater oder was weiß ich, ne? Und, oder hier Jar Jar als Sith und so. Also man sieht daran, die greifen dann halt auch so viele dieser Fansachen halt dann auf. Und dann muss man manchmal schon halt lachen, weil das halt witzig war. Wenn dann irgendwie die ganzen Charaktere vom Imperator über die Jedi halt irgendwie zusammen am Strand irgendwie Cocktails schlürfen und so. Aber es ist am Ende des Tages auch voll der Trash und Müll. Ja, ich würde tatsächlich sagen, man muss sich das so vorstellen, wie wenn man nochmal, was wäre das passende Alter, wenn man nochmal 11 wäre und gerade so in dieser merkwürdigen Zwischenzeit ist, von man ist noch nicht ganz in dem South Park Fäkalhumor angekommen, man hat auch noch so ein bisschen so diesen kindischen Humor und man spielt auch noch mit seinen Lego Star Wars Sets zu Hause, und man wäre jetzt mit der, man hätte jetzt die Aufgabe, so einen Lego Star Wars Film zu machen. Ich glaube, das wird schon recht nah von dem Storywriting und dem Humor, der dort angewendet wird, halt rankommen. Und ich glaube auch, dass es tatsächlich ein paar Momente gab, und das meine ich jetzt ernst, wo ich unironisch bei diesem Holiday-Special geschmunzelt habe. Wir haben auch an einer oder zwei Stellen gelacht. Ja. Ich weiß noch, dass wir gelacht haben und dass man sich dann kurz dachte, oh wow, ist ja tatsächlich lustig, lass mal weitergucken. Und dann kam halt so 20 Minuten, wo man einfach nur so grimmig einfach nur so grimmig da so reingeguckt und dann so, okay, mach es bitte aus, ich kann nicht mehr. Ich meine, da muss man natürlich an der Stelle auch nochmal würdigen, dass das auch das aufgegriffen hat, was die teilweise auch wirklich sehr genialen Lego Star Wars Spiele vermittelt haben, die auch in so eine ähnliche Richtung von Humor und Darstellung von dem Ganzen noch mit den Cutscenes und so reinging. Aber während man die Spiele, glaube ich, noch besser als Erwachsener genießen kann, sind das schon Sachen, wenn ihr Kinder habt, schaut euch die gerne, oder jüngere Geschwister, dann schaut euch die vielleicht ganz gerne mal mit denen an, wenn die darauf Lust haben. Ob man jetzt sich ganz so ein fast einstündiges Holiday-Special geben muss.
Weiß ich nicht, Digga. Ja. Eine andere Frage, ne? Für mich ein klassischer Jar Jar, ehrlich gesagt. Ja, ja, auf jeden Fall. Yo, und damit sind wir auch durch, Leute, weil hier Resistance haben wir ja nicht gewertet. Und dann haben wir ganz unten bei Echuta haben wir Obi-Wan, Kenobi, Boba Fett und die letzten Jedi. Und bei Unbegrenzte Macht haben wir die Rache der Sith, Endor und Episode 6, die Rückkehr der Jedi. Die Rückkehr der Jedi. So. Ja, damit bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Und ich finde, das gibt auch so das Ganze, was man so bisher auf den Bildschirmen gesehen hat zu Star Wars, sehr gut wieder. Es gibt halt so einen kleinen Part ganz oben von absolut großartig und unabhängig von, ob man jetzt halt was mit Star Wars zu tun hat oder nicht, empfehlenswert als Film. Und ein Bodensatz von, der jetzt leider immer größer wird, von halt absolut peinlichem Müll, wo die Leute einfach spucken auf halt auf diese großartige Welt und dann halt so einen großen Block in der Mitte von Licht und Schatten. Absolut richtig. Mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Ja. Was mich zum Ende vielleicht noch als Abschluss interessieren würde, ist, und dann können wir da noch kurz drüber reden, was wäre es, was du dir jetzt noch wünschen würdest? Ja, ja. Mhm. Also ich denke, das ist halt so der Traum von jedem Star Wars Nerd, ist einfach Old Republic. Also wenn man nochmal eine richtig gute und nicht so eine Acolyte-Scheiße, sondern halt eine Old Republic Erzählung, die halt nah an der Atmosphäre und an den Charakteren von meinem absoluten Lieblings-Star Wars-Spiel, also dem Old Republic Star Wars-Spiel, noch einer meiner Lieblings-Videospiele generell, so mit Darth Revan und so weiter. Oder halt eben dann eine Verfilmung von der Darth Bane-Trilogie, die ich eigentlich auch finde, sich gut eignen würde für so einen Film oder mehrere Filme oder eine Serie oder was auch immer. Das wäre halt geil. Also einfach, wenn man halt wirklich mal eine authentische Erzählung von der dunklen Seite der Macht bekommen würde, speziell, und nicht halt so eine Acolyte-Scheiße, das wäre halt für mich ein absoluter Traum. Aber es ist eine große Gefahr, weil wenn die sich halt wieder weiter daran trauen und darüber erzählen und dann das halt wieder so ein Müll wird, dann kannst du dir das ja nicht geben und dann zerstört dir das halt die Sachen, ne? Ja, das verstehe ich. Für dich? Ich glaube, und das würde mich halt sehr, sehr freuen, weil ich es gerade in dieser Liste jetzt, ist es mir nochmal besonders klar geworden, dass ich das halt so schade finde, dass das eben so kaputt gemacht wurde, dass eigentlich so Geschichten wie mit Boba Fett und Han Solo aufgegriffen werden, eben genau das, was ich meinte, einfach diese Unterwelt von Star Wars und diese ganzen Randgestalten und diese Geschichten stärker aufgegriffen werden. Etwas beispielsweise, was im Outer Rim spielt und was sich genau mit dieser Unterwelt beschäftigt und vielleicht da dann auch manchmal noch in auch so randständige Mythen und so reingehen wird. Und am liebsten das Ganze dann eigentlich in einem Stil von so einem, ja, vielleicht so, ich weiß nicht, ob du den Film oder ob ihr den Film kennt, sowas wie Heavy Metal. So, eigentlich so eher so schon so brutalere Animation für Erwachsene oder vielleicht auch sowas wie in so einen Anime-Stil wie Redline oder so reingeht, halt sowas Erwachseneres und was auch wirklich sehr gut dieses weirde Setting und so darstellen könnte und Star Wars dann auch mal von seiner ein bisschen dreckigeren Seite zeigen könnte. Und ich glaube, das wäre dann auch was so Charakteren wie Boba Fett, Han Solo, generell der Unterwelt, Kopfgeldjägern viel gerechter werden könnte und ich glaube auch nochmal viel für diese ganzen Graustufen in dieser starken Welt von Gut und Böse tun könnte. Das wäre was, wo ich mich sehr darüber freuen könnte, wo ich aber eigentlich fast sicher bin, dass das mit dieser immer stärkeren familienfreundlichen Richtung von Star Wars als Disney, dass es so diese bestimmte Grenze gibt, was eigentlich passend ist und dass sich das sehr stark in diesem
nicht Deadpool-Marvel-Kosmos abspielen darf und nicht diese Grenze, wie Marvel das vielleicht dann macht, so einmal übertreten, sondern dass das immer bei diesem Familienfreundlichen bleibt, dass das nicht realisiert wird. Naja, Endor ist ja das Positivbeispiel, wo sie es tatsächlich gemacht haben. Also da sind sie ja rausgetreten aus dieser Grenze und das macht mir halt Hoffnung, dass es dann halt, und das ist halt basically das, was sich einfach alle Leute, die sich halt wirklich intensiver mit Star Wars beschäftigen und die halt wirklich das halt fühlen und jetzt nicht irgendwie drei sind oder so, jetzt überspitzt gesagt, wollen halt. Man will halt ein erwachsenes Star Wars haben. Und das bietet das halt auch. Und egal, ob das halt jetzt Unterwelt oder Sith oder Old Republic oder was auch immer ist, da halt erwachsene Star Wars-Geschichten, das könnte halt dieses Franchise auch einfach wieder so retten, weil das halt dann den Leuten gibt, wonach die Leute sich halt sehen, die jetzt diese starke Kritik halt haben. Und dann kann ja trotzdem diese ganzen anderen Sachen ja weiter existieren. Das finde ich ja auch dann geil, wenn halt so ein Star Wars-Universum auch das alles bedienen kann. Von halt dem Kleinkind, was halt irgendwie Lego-Sachen geil findet, bis halt irgendwie brutale Schnitzelerei in der Unterwelt. So. Das wäre halt mein Wunsch. Ja, hoffen wir es, dass Disney unsere leisen Stimmen erhört. Aber sonst so oder so, ich finde halt einfach das richtig, dass sich nicht kaputt machen zu lassen, egal was passiert, und dann da auch, selbst wenn man dann halt zu den Büchern greift oder zu Comics greift oder sich dann halt nochmal halt auf die Sachen fokussiert, die es halt gibt, die halt auch cool sind und die halt einfach dann nochmal guckt. Ja. Ich glaube, mit diesen ganzen neuen Sachen vielleicht zum Schluss noch einmal, man muss ja auch bedenken, dass die Leute, die damals die originale Trilogie geschaut haben, für lange Zeit auch gedacht hatten, mit dem Wookiee-Weihnachts-Special war es das jetzt mit Star Wars-Zusatz-Content, und auch wenn wir viel Schlimmes gesehen haben, waren doch auch einige sehr, sehr tolle Sachen dabei, ja, wofür man dann vielleicht auch genau das dann auch in Kauf nehmen möchte. Ja, ich meine, Rogue One, Endor, Mandalorian und auch die paar Animationssachen, da waren halt wirklich auch tolle und große Momente für Star Wars dabei, und von daher... Neue Hoffnung. In dem Sinne... Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, so wie uns. Die hartgesottenen Star Wars Ultras in unserer Ultra-Community. Und wir sehen uns am Sonntag tatsächlich nicht. Nee. Nächsten Mittwoch. Wir sehen uns nächsten Mittwoch in einer Woche bei einem neuen Mittwochs-Livestream. Da wird es dann auch wieder politischer. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt wahrscheinlich eine gute Nacht. Und möge die Macht mit euch sein, Leute. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf. Das war falsch. Jetzt aber.